kriege gerade das Zeichen, wir sind jetzt da. Ja, herzlich willkommen zur letzten Fraktionssitzung vor der Sommerpause. Und wir haben einen wunderbaren Gast heute hier. Genau, Professor Bieber, Verzeihung Bieber, wird uns aus dem WDR-Rat berichten. Ich übergebe doch einfach mal direkt sang- und klanglos an den zuständigen guten Menschen. Vielen Dank. Herzlich willkommen im Übrigen. Ja, vielen Dank und auch schönen guten Morgen von mir. Fast schon wie in einer Talkshow, die Begrüßung. Dann, jetzt fehlt nur noch so ein Zitat. Christoph Bieber sagt, Rundfunk ist von übel. Nein. Ja, genau, ich bin mal wieder hier, ist schon ein bisschen länger her, seit wir uns das letzte Mal vorgestellt haben, um ein wenig aus der wunderbaren Welt des Rundfunks und des Rundfunkrats zu berichten. Das ist insofern sehr passend und gut, wenn das jetzt die letzte Fraktionssitzung vor der Sommerpause ist. Der Rundfunkrat hatte gestern seine letzte Sitzung vor der Sommerpause und das war aus mehreren Gründen ganz interessant, einfach weil natürlich turnusgemäß einige Dinge verabschiedet werden mussten, wie der Haushalt, aber tatsächlich dann auch recht kurzfristig aus dem Haus heraus ein neuer Top angesetzt wurde, der das aktuelle, ich glaube, man würde sagen, Megathema innerhalb des WDR nochmal verhandeln sollte, nämlich den Sparzwang. Das ist ja das, worüber der Intendant an verschiedenen Stellen, ob jetzt in den Medien, in den Hinterzimmern, den auch gestern wieder die Rede war, oder beim WDR-Check neulich in Duisburg gerne und viel redet. Dass aufgrund der steigenden Kosten und der langfristigen Mittel- und langfristigen Belastung der WDR schweren Zeiten entgegensieht und man sich nun überlegen müsse, wie man die für die kommenden Jahre, und da wird jetzt erstmal nur über die drei nächsten Jahre geredet, anstehen, ich glaube 260 Millionen, die fehlen, denn umzugehen gedenkt. Und jetzt gab es gestern dann einen ersten, etwas genaueren Aufschlag dahingehend, wie es konkret für das nächste Jahr aussehen soll. Da wird sich der Sender selber, so war die Auskunft gestern, dann auch an die Öffentlichkeit wenden und den Weg vorstellen, den man gehen wird, um für 2015 zunächst mal 30 Millionen Euro einzusparen. Das wird ein erster großer Auftritt der beiden neuen, wie sagt man, nicht Vice Presidents, sondern Hauptabteilungsleiter der Hörfunkdirektion und der Rundfunkdirektion sein, die nach einer intensiven Auseinandersetzung mit ihren neuen Arbeitsgebieten jetzt gleich als erste Aufgabe sagen mussten, was alles nicht mehr geht in der nächsten Zeit. Das ist einmal Schönborn, der ja schon lange im Sender ist, aber erst seit Mai in dieser Rolle als Fernsehdirektor aktiv ist. Und das ist Frau Weber, die ja unter viel Bohai von Antenne Bayern in den WDR gewechselt ist, was da so an der Kulturrevolution gleichkam und die jetzt auch nach den ersten 8 Wochen dann da erstmal den Rotstift ansetzen musste. Und richtigerweise vermutet man, dass das ein großes Geschrei geben wird. Ich glaube, vermutlich mehr noch im Rundfunkbereich aufgrund dieser Personalie als im Fernsehbereich. Und da hat man jetzt versucht, vielleicht etwas kurzfristig, aber eben doch im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten den Rundfunkrat zu informieren, um dort für, Unterstützung braucht man nicht dafür, aber für Kenntnis und Verständnis zu werben. Heute ist eine Personalversammlung im WDR, wo das dann dem Personal mitgeteilt wird. Und insofern ist das, denke ich, das, was den Sender im Moment sehr stark umtreibt. Es ist durchaus ja auch bekannt, dass Buro anstrebt, bis 2020 insgesamt 500 Stellen nicht mehr nachzubesetzen. Also betont dann auch immer, es wird keine Kündigungen geben, sondern das sind alles Möglichkeiten dann im Rahmen der Pensionierung und Altersteilzeit. Da läuft jetzt gerade senderintern das Verfahren, dass man sich gewissermaßen bewerben kann,
um einen vorzeitigen Ausstieg aus seinem Vertrag. Der Sender wird das dann entsprechend prüfen und in ein verträgliches Konzept umarbeiten. Also das ist im Moment wirklich das große, große Thema. Ich weiß nicht, wie detailliert die Präsentationen jetzt des Sparkonzeptes sein werden. Es wurde uns überzeugend von beiden verantwortlichen Personen dargestellt, wo man ansetzt, was weniger gemacht werden soll, was anders gemacht werden soll. Und das erstreckt sich sowohl im Fernsehen wie auch im Rundfunk eigentlich über sämtliche Angebote. Man versucht, das Programm in diesen beiden Bereichen etwas weniger stark zu belasten als andere Segmente im Haus, also die zahlenmäßig personell am stärksten betroffene Sparte ist Produktion und Technik. Da wird es also die höchsten Stellenreduzierungen oder Nicht-Nachbesetzungen geben. Das ist allerdings auch in absoluten Zahlen der größte Bereich. Auch die Verwaltung ist prozentual etwas heftiger betroffen als Rundfunk und Fernsehen. Und auch das folgt eben einer gewissen Logik zu sagen, was für uns ganz, ganz wichtig ist, sind die Inhalte und da wollen wir die geringsten Einschnitte machen. Innerhalb dieser Felder hat man sich Mühe gegeben, immer das Gleichgewicht zu halten. Und das ist, glaube ich, das, was jetzt insbesondere dann für den Rundfunkbereich wichtig ist, zu sagen, dass man natürlich auch bei den massenattraktiven Programmen ansetzt und die ein wenig einschränkt und gleichzeitig darauf achtet, dass eben der Hochkulturbereich, der sehr teuer ist, die Klangkörper fallen dann immer, natürlich auch ins Auge nimmt, aber eben nicht jetzt kurz und trocken abwickelt. Und das war insbesondere die Sorge auch von Frau Weber, dass man da jetzt vermutlich da ins mediale Kreuzfeuer gerät, zu sagen, seht ihr jetzt, das habt ihr davon, dass jemand von den Privaten holt, das Erste sind die Orchester, die irgendwie dran glauben müssen. Und da hat sie sich sehr, sehr deutlich gegen verwehrt und gesagt, es gibt immer noch in der Verteilung ein Plus in Richtung der Hochkultursegmente. Die aber nichtsdestotrotz auch da weiter auf dem Prüfstand stehen. Das ist im Moment eigentlich das zentrale Thema, das verhandelt wird eigentlich in jeder Sitzung. Es gibt zwei weitere, die ich vielleicht jetzt erstmal nur kurz nenne und dann gucken wir, wie wir weiterverfahren, ob es Fragen gibt, wo ich weiter was ausführen soll. Ein zweites großes Thema ist die Frage der Beteiligung. Und der Staatsnähe, Staatsferne, insbesondere dann infolge des ZDF-Urteils aus dem Bundesverfassungsgericht. Das hat man auf dem Schirm. Es wurden sofort die Prüfverfahren angestrengt. Wie sieht es bei uns aus? Sind wir im Sinne dieses Urteils noch korrekt besetzt oder muss etwas nachgebessert werden? Das ist mit Blick auf den Rundfunkrat in Ordnung, aufgrund der besonderen Struktur jetzt schon jetzt im WDR-Gesetz. Haben wir also insbesondere keine Rundfunkmitglieder aus der Exekutive. Auch die Zahl der Vertreter, die aus dem Landtag entsendet werden, ist unterhalb dieser Drittelmarke, was den Rundfunkrat als Ganzes angeht. Bei den nachgelagerten Gremien, also den Ausschüssen, ist das in 2 von 3 Fällen ebenfalls gegeben. Allerdings im Entwicklungsausschuss, also dem ich auch angehöre, ist das Verhältnis bei den 13 Mitgliedern so, dass 7 aus dem politischen Bereich kommen und man hier tatsächlich dann überlegen müsste, nicht in dieser Arbeitsperiode des Rundfunkrats, aber in der nächsten, dass da eine geringere Anzahl staatsnaher Vertreter entsendet werden. Ich habe dann zu bedenken gegeben, wer bin ich und wenn ja, wie viele, weil qua Gesetz falle ich jetzt zunächst mal als entsendet vom Landtag, ne, in diese Kategorie der staatsnahen Vertreter. Und ja, das kann man so sehen, das kann man auch anders sehen. Dieser Fall der offenen Bewerbung ist dem Verfassungsgericht nicht präsent, muss ja auch nicht, es ging ja erstmal ums ZDF. Und man könnte da natürlich dann auch genauer hinschauen und sagen, also wir zählen anders. Also für uns sind das nicht 7, sondern nur 6. Und dann wäre man zumindest schon mal unter dieser psychologischen 50%-Marke. Trotzdem müsste man entsprechend weiterverfahren. Im Zuge dieser Auseinandersetzung mit der eigenen Gremienbesetzung wird jetzt eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich
aus dem Sender heraus noch einmal befassen soll mit der Frage der Repräsentation, auch des Zuschnitts. Man sieht natürlich den Gesetzgeber da in der Vorlage, der muss ja etwas tun und möchte ihm aber durchaus helfen dabei. Also deshalb wird man auch im Rundfunkrat nochmal darüber reden und darauf hinweisen, wo denn bestimmte Regelungen praktikabel sind oder wo sie unter Umständen auf Probleme treffen. Das ist, glaube ich, jetzt auch für die Runde ganz interessant. Kommt ja erstmal LMG und da wurde uns gestern vom Kollegen Vogt mitgeteilt, da würde es zur Besetzung der Medienkommission bei der LFM durchaus auch einige Hinweise geben, die man dann quasi in das WDR-Gesetz mitnehmen möchte, also was die Zusammensetzung angeht und eben auch die Regelungen bezüglich der staatsnahen Vertreter. Das wird man dann sehen. Es wird sich jetzt in den nächsten Wochen da eine kleine Arbeitsgruppe bilden. Ich habe mich mal bereit erklärt, da auch mitzuwirken und würde dann entsprechend versuchen, dafür solche offenen Verfahren, wie sie hier angewendet wurden, natürlich zu werben. Es gibt aus der Gremienkonferenz der ARD durchaus auch Hinweise auf Modelle, die nicht dieses der offenen Ausschreibung favorisieren, aber schon das Verfahren verändern. Also es gibt, glaube ich, beim MDR gibt es offene Stellen, die eben nicht von vornherein an bestimmte Verbände oder Interessenvertretungen vergeben sind, sondern die, ich glaube, es sind 3 oder 4, die offen bleiben und dann, die Frage ist natürlich von wem, noch verteilt werden. Ich weiß nicht, ob es dann Bewerbungsverfahren gibt oder ob man da Vorschläge machen kann. Es gibt wohl auch irgendwo sowas wie eine Joker-Stelle. Ich glaube, es ist nicht der Fachbegriff, aber so wurde das da erstmal benannt. Also, dass man gewissermaßen auf Vorschlag in einen solches Gremium aufgenommen werden kann. Und in dieser Richtung, glaube ich, wird man überlegen und wird sich mal anschauen, wie machen das andere Rundfunkräte und wird dann diese Informationen dann auch, denke ich, in Richtung der Politik zurückspiegeln, wobei man sich hier natürlich genauso informieren wird. Aber das ist natürlich ein Thema. Und über dieses ZDF-Urteil kommt natürlich auch das wieder zum Tragen, was ich ja zu Beginn der Tätigkeit auch gesagt habe, dass diese Frage der Rückkopplung und Rückbindung an das Publikum etwas ist, was die Sender mehr und mehr beschäftigt, obwohl es noch nicht an der Stelle angekommen ist, wo es eigentlich hingehört. Aber das Bewusstsein, man muss sich da in Zukunft etwas anders und etwas feedbackorientierter präsentieren, nicht nur über die Zusammensetzung und Struktur des Rundfunkrats, sondern vielleicht auch darüber hinaus diese Diskussion um Zuschauerräte, Publikumsräte, Audience Councils, die gewinnt an Fahrt. Also sie ist noch sehr, sehr langsam unterwegs, aber man steht da jetzt nicht mehr einfach. Und ja, das dritte Thema wäre klar Digitalisierung. Da kann ich es kurz machen. Ich hatte, glaube ich, genau, so. Das war's. Nein, ganz, ganz so schlimm ist es nicht, aber ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das war beim letzten Mal, als ich hier war, noch nicht akut. Es gab ja es gibt noch die Diskussion um den Jugendkanal. Und da ist es so, dass es eine Vorlage gegeben hat, die wir aus dem Rundfunkrat kommentiert haben, insbesondere der Professor Schnell, ehemals Medienwissenschaftler an der Uni Siegen und ich, haben ein kleines Papier vorgelegt. Das wurde dann intern herumgereicht und kursiert jetzt, ich vermute mal, mindestens im WDR, eventuell auch in anderen Sendern unter dem Namen Biber-Schnellpapier, so schnell kann es gehen. Und da steht nicht viel drin, außer dass Jugendkanal vielleicht nicht so eine gute Idee ist und man sich zumindest mal über so etwas wie Plattform Gedanken machen sollte, um wegzukommen von dem Ansatz, naja, wir produzieren mit unseren duften Content-Generatoren, Hörfunk und Fernsehen tolles Material, das die jungen Leute super finden, versenden das auf irgendeiner Digitalfrequenz und spiegeln das irgendwie im Internet. Also das ist nach wie vor das Verständnis, das wollen diese jungen Leute gerne so haben. Und da haben wir gesagt, naja, also mittlerweile könnte man das alles ein bisschen anders aufziehen und insbesondere müsste man von dieser Sender- oder Sendungsbezogenheit, ob jetzt audiovisuell oder nur im Hörfunk, müsse man wegkommen und sich öffnen dafür, dass moderne öffentlich-rechtliche Angebote auch was anderes darstellen können. Und das ist noch ein weiter Weg. Das diffundiert so in den Sendereien. Man spricht dann mal am Rande einer Ausschusssitzung oder im Entwicklungsausschuss mit den vermeintlich Zuständigen.
die dann sagen, aber ja, wir im WDR würden das sowieso alles anders machen, aber der SWR ist ja federführend an dieser Stelle und die behandelt das jetzt erstmal. Wenn die wieder sagen, was sie als nächstes machen wollen, dann können wir irgendwie was dazu sagen und dann geht es irgendwie so seinen Gang. Und ich habe mich in der Rundfunkratssitzung mehrfach bereit erklärt, da einen Arbeitsgruppen, wie auch immer, mich einzubringen, aber da ist seitens des Senders dann nichts weiteres erfolgt. Ich kann das nicht beurteilen, ob das jetzt auf ob die so Schutzschilde runterlassen und sagen, nee, lass die mal reden da in ihrem Gremium, oder ob es tatsächlich so ist und dafür spricht nicht so wenig, dass man wirklich auf das warten muss, was der SWR vorbereitet innerhalb dieser ARD-Struktur, um danach tatsächlich wieder einzusetzen. Das sind im Moment so diese Entwicklungen rund um Digitalisierung. Spätestens nach dem ZDF-Urteil war das aber unter ferner Liefen. Und jetzt mit dieser Spargeschichte Rang 3 oder weiterhin. Das vielleicht als Input zunächst. Ja, vielen lieben Dank für Ihren Bericht. Sehr ausführlich, sehr wunderbar. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sie vielleicht noch die Zeit haben, dass wir ein oder zwei Fragen hier... Selbstverständlich. Freut mich. Und ich sage schon gerade die erste Handmeldung. Ingo, hau rein. Ich finde ja dieses Biber-Schnellpapier total spannend. Ist das nicht öffentlich? Können wir das haben? Können wir das nutzen? Können wir das online stellen? Können wir das in die Welt hinaustragen? Ich bin ja nur Co-Autor. Ich frage gerne mal den Kollegen Schnell. Ich glaube nicht, dass er was dagegen hat. Also ich werde das mal mit ihm besprechen und schicke das einfach mal an die Fraktion. Nicht zu viel erwarten. Die Entstehungsgeschichte ist die, dass der Rundfunkrat bekommt ja die Entwicklungspapiere und soll sich verhalten zu dem Material. Und da haben wir bekommen den Entwurf vom SWR, wo es um den Jugendkanal ging. Und es wurde dann erwartet, dass der Entwicklungsausschuss als im Grunde zuständiges Gremium eine Position formuliert, die dem Rundfunkrat vorgelegt wird und die der Rundfunkrat dann bitte annimmt, um eben eine offizielle Stellungnahme zu haben. Und da war es so, dass die Diskussion im Entwicklungsausschuss war Montag oder Dienstag, Donnerstag war Rundfunkrat. Die Position, die im Entwicklungsausschuss entwickelt wurde, die ging uns nicht weit genug. Die sagen, ja, das ist nicht so richtig gut, aber kann man so machen, müsste man noch nachbessern. Daraufhin haben dann in einer Nacht- und Nebelaktion Kollege Schnell und ich so ein bisschen Ping-Pong gespielt. Es ging noch nicht über ein Pad, also es ging schon noch so mit der Mail hin und her, aber es ist dann halt in den zwei Abenden vor der Rundfunkratssitzung noch ein Papier entstanden, was einige Dinge weiter formuliert. Da steht auch der Beteiligungsansatz drin, da steht drin der Anspruch, Inhalte anders zu definieren als eben nur als klassisches Sendungsmaterial. Das sind 2,5, 3 Seiten. Und das haben wir dann als alternative Stellungnahme in den Rundfunkrat am Donnerstag eingebracht. Und da war es dann so, dass man dieses Papier nicht mehr intensiv diskutiert hat, aber gesagt, wir nehmen das zur Kenntnis, zirkulieren das im Sender und erteilen gewissermaßen dem Entwicklungsausschuss und insbesondere dann uns beiden den Auftrag, sich weitergehend damit beschäftigen. Darauf gab es dann ein Gespräch mit dem zuständigen Kollegen, der für den Sender in der ARD-Arbeitsgruppe aktiv ist. Und dabei ist es bislang geblieben. Aber ich spreche den Kollegen Schnell an und glaube, da gibt es jetzt kein Problem, dass wir das hier reingeben. Gibt es weitere Fragen? Nico. Nico Kern. Mich würde mal interessieren, es gibt ja die Möglichkeit des Publikums, Beschwerden an den Rundfunkrat zu richten über die Berichterstattung. Mich würde mal interessieren, was denn da hauptsächlich für Themen aufploppen und inwieweit die behandelt werden, wie darauf reagiert wird, eingegangen wird. Das vielleicht mal vorab, vielleicht habe ich da noch eine Nachfrage zu. Das würde mich mal wirklich interessieren. Ja, schönes Thema. Ich glaube nicht, dass man das in größere Trends zusammenfassen kann. Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt, ich glaube, so klassisches Trollen, also bei Themen, wo man es auch erwarten würde, also Klima, Homöopathie, so, also da
kommt sehr viel Kritik, sobald das mal irgendwie in einer Sendung passiert. Zu Beginn meiner Tätigkeit, das ging auch, glaube ich, dann an die Fraktion, einen Kollegen, der auch beim WDR schon aktenkundig ist, der sich immer beschwert über die Klimalügen und da so eine YouTube-Serie produziert, gesagt, da soll man dann schon gar nicht mehr Stellung nehmen als Rundfunkrat, weil das ist so ein Dauerfeuer, was läuft. Es gibt ganz regional entspringende Themen, also im Vorfeld einer, weiß nicht was, Bürgermeisterwahl oder so, irgendwo bei Bielefeld gab es einen Bericht über eine Initiative, die sich gegen die Schließung eines Schwimmbades ausgesprochen hat, und das war dann ein relativ tendenziöser Bericht, kritisch gegenüber dieser Initiative. Daraufhin hat es dann eine Beschwerde gegeben. Der Journalist habe da unzulässigerweise in den Wahlkampf, das war eine Bürgerinitiative bei einer Volksabstimmung, sowas, genau, wo Einflussnahme vorgeworfen wurde. Das wird dann, wenn die Beschwerden an den Rundfunkrat gehen, wird es zunächst einmal in den normalen Arbeitsgang eingespeist. Das heißt, es geht an die Redaktion, die sich dann dazu verhalten müssen. Wenn die Beschwerdeführer dann der Meinung sind, das reicht ihnen nicht, dann geht es an den Intendanten. Da werden dann also relativ umfängliche Stellungnahmen erarbeitet. Also das ist jetzt mal eine aus der gestrigen Sitzung. Das sind dann insgesamt so 40 Seiten ungefähr, wo es darum geht, dass eben senderintern die Themen nochmal bearbeitet werden, dass geklärt wird, was ist in der Sendung passiert und begründet wird, warum man die Inhalte so gesendet hat. Und erst dann, also wenn Redaktion und Intendant gesagt haben, nö, also wir sehen da jetzt keinen Grund, dann kann es eben aufrechterhalten werden und geht dann weiter an den Rundfunkrat. Und also hier gab es jetzt gestern eine, da ging es um die Sendung Brennpunkt, Umsturz in Kiew aus dem Februar. Da richtete sich die Kritik an die Befragung eines zu kremlnahen Experten. Und die Kritik war, dass man im Bericht nicht mitbekommen habe, dass der Kollege, der befragt wurde, da in irgendeiner Zweit-Drittgenerationsfirma für Gazprom als Berater irgendwie aktiv ist. Und also Kreml-Nähe war die Vokabel, die mehrfach im Bericht fiel, und das ging aber dem Beschwerdeführer nicht weit genug und wollte also auf dieses Netzwerk verweisen. Und was dann passiert ist, dass geprüft wird, ob denn die Inhalte und die Gesprächsführung in den Sendungen nun tatsächlich so abweichen oder so tendenziös sind, dass sie nicht mehr mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Rahmen der journalistischen Sorgfaltspflicht, der wahrheitsgemäßen Berichterstattung übereinstimmen. In aller Regel kommen die senderinternen Stellungnahmen zu dem Punkt, dass man der Beschwerde als Rundfunkrat nicht beitreten möge, weil das auch in der Regel ganz, ganz schwer ist, diese doch sehr, sehr auslegungsorientierten Tatbestände dann tatsächlich nachzuweisen. Und weil man dann immer sagt, naja, also es gibt das Gespräch, aber es gab die Anmoderation, es gab dann noch einen anderen Gesprächspartner, der eine andere Meinung vertritt, und man soll ja ausgewogen berichten. Also in der Regel ist es so, dass selbst wenn tatsächlich dann das auch mit juristischem Beistand gemacht wird, meistens die Sender sich hinter ihre Redakteure stellen und sagen, das ist so okay. Es gibt Fälle, wo sich das tatsächlich dann senderintern auswirkt. Es gab einen Fall jetzt im letzten Jahr, da ging es um einen Markencheck, ging um eine Supermarktkette, die in diesem Test nicht gut wegkam und wo man sich aber dann nicht gegen das Ergebnis gewendet hat, sondern gegen das Verfahren und gesagt, naja, also meinetwegen könnt ihr uns schlecht testen, wir sind der Meinung, es war ein Einzelfall in diesem Laden, aber so wie ihr getestet habt, könnt ihr das eigentlich nicht machen. Und da gab es dann deutlich sowohl von der Intendanz wie auch vom Rundfunkrat den Hinweis auf die Redaktion, dass die Modalitäten für solche Tests dann auch stärker bekannt gemacht werden müssen und dass man das in dieser verkürzten, vereinfachten Form nicht machen kann. Im Falle dieses Bielefelder Schwimmbad gab es dann auch
eine Rüge, eine Kritik in Richtung der Redaktion. Also man kann meinungsstark sein, kann das so machen, aber durch die zeitliche Positionierung wenige Tage vor der Abstimmung ist es natürlich schon ungünstig, dann an dieser Stelle das also auch so deutlich dann einzubringen. Und das sind dann Rückmeldungen. Der Rundfunkrat kann jetzt nicht hingehen und sagen, du machst jetzt keinen Kommentar mehr, lieber Redakteur. Sagt, das kann dann immer nur so als Hinweis in Richtung der zuständigen Redaktion gehen. Meiner Wahrnehmung nach ist es aber so, dass es schon auch wirkt. Also dass man sich dann natürlich, wenn eben über diese Kaskade, also es geht in die Redaktion, es geht zur Intendanz, es geht in den Rundfunkrat und dann kommt zurück, das war jetzt nicht so glücklich, dass man sich dann in der Redaktion ganz genau überlegt, wie man da in Zukunft verfahren wird, also ohne dass es direkte Sanktionsmöglichkeiten gibt. Ich hätte noch eine Nachfrage, wenn das erlaubt ist. Dankeschön. Würde das speziell auf das Feld Politikberichterstattung bezogen, würde mich da interessieren, wie da die Eingabefreudigkeit ist. Und speziell natürlich ist Ihnen, oder wissen Sie darüber, ob hinsichtlich der Berichterstattung über unsere Partei da Eingaben erfolgt sind? Und was ich interessant finde, wenn ja, wie verhalten Sie sich dann in einem Fall? Also es gab ja mehrfach auch über das Umfeld der Fraktionen aus dem Landtag Hinweise auf quasi tendenziöse Berichterstattung oder eher Nicht-Berichterstattung, wenn ich es recht erinnere, aus Debatten. Da würde ich auch immer sagen, der erste Adressat sind die Redaktionen. Da das direkte Gespräch suchen ist sicherlich der beste und direkteste Weg, weil bis es durch die Gremien durchgeht, da wird es auch zerredet. Also das ist, glaube ich, nicht wirklich so erfolgversprechend. Allgemeine Beschwerden jetzt über Parlamentsberichterstattung oder jetzt auch bei der Kommunalwahl, müsste ich nochmal nachhören. Die Geschäftsstelle sammelt das alles. Es geht dann in den Sitzungen, geht dann meistens so ein dicker Ordner rum mit den in der letzten Zeit eingegangenen Beschwerden. Den habe ich jetzt gestern durchgesehen. Da ist mir eigentlich nichts aufgefallen, dass das in größerem Umfang in irgendeiner Weise Gegenstand gewesen wäre. Das passiert in der Regel dann, wenn es also sehr, sehr konkrete Anlässe gibt, also auf lokaler Ebene oder wenn tatsächlich dann bei einer Kommunalwahl oder Bürgermeisterwahl, wenn da irgendwas komplett schiefgelaufen ist und jemand fühlt sich vor Ort massiv auf den Schlips getreten, dann wird da mal was kommen, aber in allgemeiner Weise, und ich glaube, zur Parlamentsberichterstattung habe ich bisher noch gar nichts gesehen. Was aber passiert ist, dass dass der Rundfunkrat ein Gutachten, eine Expertise, sagen wir mal, angefordert hat zur Qualität der politischen Berichterstattung. Und da sind Geldmittel auch vergeben worden an das Grimme-Institut, die eine Programmbeobachtung durchführen sollen, wo sich ausgewählte Medienjournalisten im Grunde mit den verschiedenen Formaten auseinandersetzen und dann zu, ich glaube, zwei Beobachtungszeiträumen mal sich die entsprechenden Formate anschauen und dazu dann einen Kommentar abgeben sollen. Diese Expertise ist vergeben worden, aber bisher hat man im Rundfunkrat dazu noch nichts wieder gehört. Also die Mühlen malen da langsam. Also man hat das auf dem Schirm. Was jetzt aus dieser Expertise dann folgt und ob sich das in irgendeiner Weise auswirkt, das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich würde sagen, eher wenig. Dann sah ich gerade eine Rückfrage eventuell von Familie Sommer. Herzlich willkommen, ihr beiden. Ich freue mich gerade total, dieses neue Gesicht hier zu sehen. Weiter geht's nicht hier. Bitte nicht in die Kamera, das Liedchen, danke. Wie besprochen. Ja, danke schön, Grumpy. Ich hatte mich auch gemeldet. Ich habe zu der Programmgestaltung, gerade was die Berichterstattung über Plenarthemen angeht, eine Rückfrage. Und zwar kam hier von außerhalb der Fraktion, aber innerhalb dieses Parlamentsbetriebs, mal die Idee auf, warum überträgt der WDR eigentlich nicht einmal im Monat die Aktuelle Stunde einer Plenardebatte? Ich meine,
Das ist eine Stunde vormittags. Das könnte vielleicht sogar noch in das eng gefasste Korsett der Programmgestaltung reinpassen. Man könnte dann auch zusätzlich nach oder die letzten 5 bis 10 Minuten durchaus einblenden und den Rest könnt ihr hier im Netzstream gucken. Ich erwarte nicht, dass der WDR eine dreitägige Plenardebatte von morgens 10 bis nachts um 10 überträgt. Aber ich denke, eine aktuelle Stunde, halt eine Stunde, dürfte durchaus drin sein und dann halt mit dem entsprechenden Hinweis auf den Stream. Das würde, glaube ich, mal einfach auch Politik hier darstellen, ohne dass ein Redakteur das jetzt erst noch bewerten muss, sondern das ist die 1:1 Umsetzung. Mhm. Kann ich sehr wenig zu sagen. Das wäre ein klassischer Fall direkt an die Redaktion. Was nicht funktioniert, ist so im Grunde diese Impulse aus dem Rundfunkrat in Richtung des Senders. Das ist, glaube ich, so ein No-Go, wo auch der Intendant ganz klar, wenn es ansatzweise zu solchen Situationen kommt, dass man versucht, auf Programmgestaltung, redaktionelle Belange einzuwirken, sehr schnell sagt, also hier ist eine Trennlinie, wir wissen, wir stehen gewissermaßen unter eurer Aufsicht, aber auf Vorgabe oder Impuls aus dem Rundfunkrat, da reagiert man gewissermaßen allergisch, was ich zu weiten Teilen nachvollziehen kann. Man müsste das vielleicht ein bisschen allgemeiner angehen. Die Frage wäre ja auch, manche Landtage machen das ja selbst, indem sie streamen. Ich weiß gar nicht, wie es hier auch standardmäßig alles? Alles. Ja. Also keine Ahnung. Ja. Außer die Verfassungsgröße. Ja, also dass man da überlegt, ich meine, das Signal gibt es, dass es so eine Art Teaser-Geschichte gibt, so, das könnte ich mir schon vorstellen, dass das durchaus passt, wäre allerdings etwas, was komplett quasi in der Redaktionshoheit liegt und müsste man gucken, ob es da einen Weg gibt, da danach zu fragen oder auch sagt, also wir haben das ja, also es kostet auch nicht wirklich was, aber es bräuchte eben den Trigger aus dem WDR-Programm raus. Das würde vielleicht in die richtige Richtung führen, aber wie gesagt, aus dem Rundfunkrat kommt dann sehr schnell dieser Punkt, das ist Einflussnahme. Die Zeit wird leider langsam knapp, wie ich gesehen habe. Ich habe jetzt noch Birgit und Joachim. Und wir sammeln vielleicht auch dann. Ne? Und zur Not, dass wir das, genau, wollte ich nämlich auch noch vorgeschlagen haben, dass wir dann noch aufploppende Fragen, ich selber habe nämlich auch noch eine, die würde ich dann ganz gerne schriftlich an Sie richten. Birgit. Ja, ist auch eine Sache, wo ich im Prinzip gar keine Ahnung von habe. Ich bin aber letztens von der Regisseurin angesprochen worden, wie es eigentlich aussehe mit Darstellung der Finanzen von öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern und Radio, was auch immer. Jedenfalls hat sie gesagt, dass es halt in ihren Kreisen so gewünscht würde, dass im Grunde so Finanzen komplett transparent gemacht werden. Also so bis hin, wie viel Klopapier ist für wie viel Geld gekauft worden und so weiter. Und da habe ich aber keine Ahnung von, deswegen mal die Frage, wie das generell ist. Ja, beim Klopapier weiß ich nicht so genau. Also generell wird man, was diese Selbstauskünfte der Sendertätigkeiten, ob es jetzt tatsächlich die eigenen Einnahmeausgabenrechnungen sind oder auch die Beteiligungen, erschlagen mit Material. Also ich mache das jetzt ein Jahr und ein Regalmeter reicht jetzt schon nicht mehr an Unterlagen, wobei ich eigentlich alles für die Sitzung schon nur noch digital irgendwie habe. Das ist im Grunde das stehende Material an Informationen, an Berichten und das liegt sehr gut vor, also auch gut dokumentiert. Der Geschäftsbericht ist ein so dicker Ordner, der ergänzt wird dann noch mit speziellen Berichten, also wie Beteiligung, das ist eigentlich alles wirklich gut dokumentiert und ob es jetzt bis auf die Klopapierebene runtergeht, weiß ich nicht, aber so die Verwendungsnachweise werden da schon sehr, sehr ausführlich geführt und es sieht eigentlich auch ganz gut aus, also so dass man damit arbeiten kann. Es sind jetzt keine endlosen Zahlenreihen, also die gibt es zwar auch und insbesondere dann in der Vorbereitung dieser Abschlüsse ist es sehr, sehr unübersichtlich, das Material, was man bekommt, aber da das ja auch alles größtenteils extern gemacht wird, entspricht das den Standards, den man für solche also Unternehmen der Größenordnung erwartet und nach meinem Kenntnisstand sind eben diese
Berichte auch entsprechend dann verfügbar. Also das ist kein Geheimwissen. Und gesagt, da wird auch dafür wird wieder ein bisschen Geld in die Hand genommen, sodass das ordentlich gedruckt und gebunden wird. Und wenn man genügend Zeit mitbringt, also so mehrere Wochen, dann sich da auch entsprechend einarbeiten kann. Aber das ist zumindest also nach Abschluss der offiziellen Buchhaltungstätigkeiten dann so transparent, wie man das, denke ich, gesetzlich machen muss. Und der WDR rühmt sich schon so ein bisschen, dass er transparenter ist als andere Sender, also sowohl was die Berichte angeht, als auch jetzt die Prozesse. Also man stellt offenbar etwas mehr ins Netz von dem, was anfällt. Wobei das auch bei Weitem natürlich noch nicht alles ist. Und also gerade in laufenden Prozessen, jetzt wie gerade dieser Sparverhandlung, wo auch vieles noch unklar ist, wie es dann letztlich umgesetzt wird, kann ich das in großen Teilen nachvollziehen. Wobei ich jetzt auch also mit den beiden Direktoren Rundfunk und Fernsehen demnächst nochmal das Gespräch suchen werde, weil also ein Argument ist immer, man ist transparent in Richtung des Rundfunkrates, bekommt aber jetzt zunehmend in den letzten ein, zwei Sitzungen auch immer wieder den Hinweis, also jetzt haben wir es euch gezeigt, jetzt ist aber auch mal gut, weil das ist so aufwendig mit dieser Transparenz, das wollen wir jetzt nicht immer machen. Und das kann ich nur bedingt nachvollziehen dann, und da muss man, glaube ich, dann einfach nochmal nachhaken, und das habe ich aber auch auf dem Schirm. Joachim. Ja, vielen Dank, Herr Bieber. In der ARD gibt es ja die großen fünf, was die Talkshows angeht. Ja. Die Frage ist, die ich mir stelle, werden dort auch im Rundfunkrat Niveau auf der einen Seite und Konsequenzen von solchen Sendungen diskutiert? Die Frage ist mir eingefallen, als vorhin bei Ihnen das Wort Homöopathie fiel. Ich entsinne mich an eine Plasberg-Sendung, wo dieser lustige Dr. Eckart von Hirschhausen eingeladen war, mit einer unglaublich charmanten Homöopathie-Tante, die alle Argumente einfach weggelächelt hat, und ein Biologe, der sehr gut argumentiert hat, der aber in der medialen Rezeption ziemlich alt aussah. Mhm. Wird sowas im Rundfunkrat diskutiert? Also nicht auf Ebene der einzelnen Sendung, aber Talkshows sind für den Rundfunkrat gewissermaßen ein rotes Tuch, habe ich gelernt, weil das ein Thema ist, das man seit Jahren verhandelt. Und auch sehr, sehr deutlich an den Sender den Appell gerichtet hat, so geht es nicht weiter. Also es ist zu viel, es ist zu teuer, es kannibalisiert sich selbst, es braucht ein neues Konzept senderübergreifend. Das ist natürlich die Höchstschwierigkeit, also das Gemengelage zwischen den Sendern zu regeln. Es wird ein bisschen entspannt dadurch, dass es bald jetzt nur noch große Vier geben wird mit dem Auslaufen und Nichtverlängern des Vertrags von Beckmann. Das endet, glaube ich, ja 2015 und wird auch nicht verlängert. Es ist jetzt auch nicht vorgesehen, das entsprechend zu ersetzen. Und der Rundfunkrat ist schon angefressen. Also diejenigen, die das über einen längeren Zeitraum machen. Ich habe jetzt immer nur den ersten Durchlauf gesehen und gesagt, das könnt ihr so nicht machen. Es war gerade bei der Verlängerung der Hart-aber-fair-Verträge so, dass die zum Ende des letzten Jahres in einer der letzten Sitzungen vorgelegt wurden und man als Rundfunkrat, weil eine Höhe erreicht war, das gilt nicht für alle, also das ist bei anderen Sendungen ist das Volumen nicht erreicht. Bei Hart aber fair war es so. Da musste man dann zustimmen und hatte aber im Grunde eigentlich keine Wahl zu sagen, ja, müssen wir jetzt wohl so machen, weil sonst ist da ab Januar eine halbe Firma nicht in Lohn und Brot, weil man den Vertrag nicht verlängert. Das ist dann schon immer so ein bisschen schwierig. Als Reaktion auf diese Kritik und die Forderung aus dem Rundfunkrat hier mehr zu zeigen, hat es dann eine längere Präsentation zu den Finanzierungsmodalitäten gegeben, die Herr Schönborn vorgelegt hat, unter dem Stichwort Transparenz. Und da hat man vor allen Dingen über die Zahlen gesprochen, und darüber habe ich mich so ein bisschen aufgeregt, weil man vergisst, dass es eben auch einen journalistischen Auftrag gibt und der aber in dieser Konstruktion, dass eben immer mehr ausgelagert wird, der WDR nur noch quasi Verbindungsredakteure bereitstellt, die mit den externen Produzenten kommunizieren, immer mehr Programmhoheit gewissermaßen abgibt. Darauf habe ich nochmal hingewiesen. Das ist dort auch präsent. Also ich war dann halt wieder der
es ist zwar alles schon gesagt, aber eben noch nicht von allen, jetzt aber dann schon. Und also das Thema läuft und ein bisschen was passiert. Und man muss jetzt mal gucken, gerade wenn gespart werden muss, wo man da ansetzt. Das wird nicht das Flaggschiff Hart aber fair sein, weil alles, was dann auch über den WDR in die ARD reingeht, muss man natürlich gut finden im Kampf gegen die befreundeten anderen Landessender. Aber ich könnte mir vorstellen, dass Talk im Regionalbereich es dadurch nicht leichter hat, sagen wir mal so. Also da könnte ich mir vorstellen, gibt es dann so nachgelagerte Entwicklungen, wo man an der Stelle vielleicht ein bisschen weniger machen wird. Aber wie gesagt, Thema ist präsent. Das eigentliche Problem ist, journalistische Tätigkeit wird ausgelagert in die Produktionsfirmen der großen Talk-Anbieter. Und beim WDR scheint es im Vergleich zu anderen Sendern noch vergleichsweise gut zu sein. Also weil ab und an Redakteure eben an den Sendungen, an den Inhalten mitarbeiten. Das ist offensichtlich in anderen Sendeanstalten schon nicht mehr so, wo es komplett externalisiert ist und die Sendungen fix und fertig ohne Begleitung in den Sendern produziert werden. Was nicht gut ist. Ja, vielen Dank, Herr Professor Bieber. Leider ist die Zeit viel zu kurz gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich selber habe noch eine kleine Frage, die schicke ich Ihnen dann zu. Es geht um die 7-Tage-Frist-Regelungsgeschichte, ja. Thema Digitalisierung und Löschung. Wenn andere Leute auch vielleicht aus dem Netz noch irgendwie Fragen haben sollten, einfach mal an uns, also an die 20 Piraten schicken. Wir könnten die dann entsprechend als Proxy ein bisschen vorfiltern bzw. sammeln oder ausformulieren. Vielleicht können wir da was... Kriegen wir da auch noch schöne Ideen raus. Ja, kann auch noch mal Mumble machen oder so. Oder Mumble können wir dazu auch machen, ja. Genau. Ja. Von daher freue ich mich schon auf das nächste Mal. Sehr gerne. Vielleicht kriegen wir dann sogar ein größeres Zeitfenster. Leider ist unsere Tagesordnung heute pickepacke voll. Und Sie haben ja auch noch einen Termin. Ja, so ein Und bisschen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Ja, gehen wir mal direkt weiter. Top 2, Abstimmung über nicht öffentliche Teile. Es gibt zwei Teilbereiche. Halt einmal so ein Ding, was ich jetzt hier mal nicht umreiße, weil es heißt nicht umsonst Aktion. Und das zweite ist halt die üblichen Personalia. Und von daher möchte ich euch bitten, uns diese Stunde Zeit dann nachher zu gönnen. Gibt es da allgemeine Rückfragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Ich würde dann ganz gerne kurz zur Abstimmung schreiten. Wer spricht sich für diesen nicht öffentlichen Teil aus? Jemand dagegen? Ich sehe Enthaltungen. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Demzufolge nach ist das einstimmig. Also machen wir dann bei Top 9 dann einen kleinen nicht öffentlichen Teil. Und dann würde ich ganz gerne direkt weitergehen zu Top 3, Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Auch da möchte ich bitten, es möglichst kurz und knapp zu halten. Und wäre Joachim sehr verbunden, er könnte das eben machen. Denn den Bericht ich, der Pressestelle? Nein. Den Top moderieren. Und natürlich fängt die Pressestelle wie immer an. Entschuldigung, also danke. Okay, ich greife da nochmal ein. Joachim? Ingo, leg los. Ja, schön. Kurzer Rückblick, wir hatten am Wochenende ja den NRW-Tag in Bielefeld, da hat es alles sehr gut funktioniert. Nochmal vielen Dank an alle, die vor Ort waren, die MDL und auch die Kollegen aus der Pressestelle und auch an Max. Wir haben ganz viele Sachen da verteilt, es waren 220.000 Leute da und ein paar Regenschauer, die uns aber jetzt nicht irgendwie gestört haben, von daher... Unser Stand ist richtig gut angekommen. Wir haben Fotos auf der Homepage, wer mal gucken will. Und wer dann noch weitere Fragen hat, kann sich dann mit Blick auf die Zeit gerne anschließend nochmal an mich wenden. Heute beschäftigen wir uns mit vielen Sachen. Ich bin mal gespannt, wie wir das alles so hinkriegen. Verfassungsgericht, Beamten-Nullrunde. Dietmar ist vor Ort und wird da gleich bestimmt was zu sagen wollen. Dann haben wir um 14 Uhr zwei parallel stattfindende Anhörungen. Einmal zum Thema ÖPNV und die Flüchtlinge. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass auch wir da etwas erzählen wollen.
Und dann haben wir heute noch last but not least die Plenarübersicht, die wir dankenswerterweise an Jens bereits vorbereitet haben. Das Spiel kennt ihr, täglich grüßt das Murmeltier. Ich druck die einzelnen Statements aus, gebe sie euch und noch im Laufe der Phrase gebt ihr sie mir bitte abgezeichnet wieder zurück, sodass wir da dann gleich das rausschicken können. Ansonsten haben wir die nächsten Tage auch Plenum. Logisch, da stehen wir Gewehr bei Fuß und werden basteln. Fertig. Ja, das war wohl gerade ein Missverständnis. Ich sollte quasi den Ingo anmoderieren. Okay, ja, Vorstandssitzung gestern. Der erste Top, den wir behandelt haben, war das Thema Open-Antrag. Und dabei sind wir dazu gekommen, dass Nicoles Vorschlag angenommen worden ist. Dann hat man den Bericht. Bitte? Okay. Eben kurz unterstützend. Es geht darum, im Bereich der Dokumentation, wir machen einen How-to-Open-Antrag, einfach, dass wir das für die Zukunft in etwas geordnetere Bahnen bekommen. So, wie gesagt, so wie wir das im Bereich, also so wie ich das bereits mit angeschoben habe mit Michelle für den Bereich Petition. Und da sehe ich die nächste Zwischenmeldung. Okay, als Top 2 hat man den Bericht der Pressestelle, wie eben erfolgt. Top 3 haben wir uns über die Aktuelle Stunde unterhalten. Es lagen 4 Themenkomplexe vor für die Aktuelle Stunde. Einmal Stadtwerke im Ruhrgebiet und die Änderung der Besitzverhältnisse der STEAG. Das wurde als zu komplex bzw. schon zu weit zurückliegend die Meldungen genommen. Das wird uns aber sicher noch begleiten nach der Sommerpause. Dann gab es den angenommenen Vorschlag, Verfassungsgerichtsurteil Beamtenbesoldung. Den haben wir eingereicht, ist aber abgelehnt worden. Dann hatten wir noch als Vorschlag rote Zahlen bei Krankenhäusern in NRW und die Preiserhöhung des VRR. Wir waren gemeinsam der Auffassung, dass die 3 nicht eingereichten Themen, wie auch das, was jetzt abgelehnt worden ist, uns weiter begleiten werden. In Top 4 haben wir die Fraktionssitzung vorbereitet, die jetzt hier gerade im Gange ist. In Top 5 haben wir uns über die Vorbereitung des nächsten Plenums unterhalten, auch im Vorgang zu dieser Sitzung hier. Dann gab es den Antrag von Birgit, haben wir besprochen, Beitritt zum Antrag 166122. Top 6 waren Berichte von Harald, Jahresabschluss, Räumlichkeiten, Betriebsversammlung. Top 7 Personaljahr im geschlossenen Teil. Unter Top 8 Verschiedenes, also da wird gleich noch darüber berichtet werden, Top 8 Verschiedenes habe ich noch den Vorstand darüber informiert, dass ich dem neuen Bundesvorstand der Piratenpartei offiziell gratuliert habe und ihn in die Fraktion eingeladen habe. Das war es eigentlich im Prinzip. Dann habe ich jetzt Moni und Harald auf der Liste. Ja, vielen Dank. Wir haben da ja schon mal drüber gesprochen. Ich kann mit diesem Protokoll nichts anfangen. Wenn da steht, Nicoles Vorschlag ist angenommen, dann stehe ich da. Weiter. Ja, Anfängerfehler. Dann steht da, Klausurtagung ohne Mediation. Wir haben gestern Nachmittag drüber gesprochen. Warum kann man da nicht 2 Sätze eben hinschreiben, dass es schon Vorschläge gibt, was jetzt eigentlich die Überlegung ist? Ich würde gerne einfach ein bisschen Fleisch am Knochen haben in diesem Protokoll von Vorstandssitzungen. Möchtest du antworten? Ich möchte, weil ich das gewesen bin. Ja, ich bin da zu knapp gewesen. Das mache ich das nächste Mal besser, wenn ich das mache. Ganz klar, du hast völlig recht. Also, genau, das ist so, ist das einfach zu knapp. So steht einfach im Prinzip nur ein Tagesordnungspunkt, aber nicht, was wir beredet haben. Ist schon richtig. Im Übrigen hat Nicole, Verzeihung, muss ich jetzt ganz klar und deutlich sagen, es war die Betriebsversammlung parallel und unsere, mangelnde Qualität, dieses Protokoll vernünftig in diesen Computer reinzukriegen, ich obendrein konnte unterstützend auch nicht mithelfen, weil ich ärgerlicherweise einen sehr von langer Hand geplanten Termin für den letzten, für den Petitionsausschuss genau zur gleichen Zeit hatte. Dafür möchte ich mich ganz ehrlich entschuldigen. Ich gebe dir voll und ganz recht. Nein, ich möchte das auch gar nicht als Vorwurf. Und ich kann es aber auch nachträglich noch mit eindübeln. Nein, ich möchte das auch nicht als Vorwurf gesehen haben. Harald und dann habe ich jetzt Lukas noch. Ja, nur noch mal zur Abrundung und Ergänzung.
Der Jahresabschluss ist jetzt also ordentlich auf den Weg gebracht an die Landtagspräsidentin, gestern fristgemäß rausgegangen. Und zu den Räumlichkeiten, also ich will noch ein paar Punkte einfach nur noch mal, die wir gestern besprochen hatten, näher erläutern. Zu den Räumlichkeiten wollte ich noch mal unterstreichen, dass wir in einer Situation sind, dass wir sehr viele Engpässe haben, aber Neueinstellungen vorgenommen haben. Und jetzt im ersten Schritt es erstmal darum geht, die neu eingestellten Mitarbeiter mit einem ordentlichen Arbeitsplatz zu versehen. Das ist das Dringende. Das haben wir mit der Landtagsverwaltung weitgehend geklärt. Das Wichtige wäre dann grundsätzlich, was die Raumaufteilung und Zuordnung angeht, einmal anzugehen. Das wird erst nach der Sommerpause angepackt werden können. Wir haben dazu mit der Landtagsverwaltung auch eine Begehung bereits in der Sommerpause vereinbart. Ende Juli oder Anfang August, habe ich jetzt nicht genau im Kopf, ich glaube Anfang August. Wir haben eine Begehung vereinbart, die Voraussetzung ist, um überhaupt sich über Räumlichkeiten weiter Gedanken zu machen, weil Verschärfungen im Bereich der Arbeitssicherheit, der Ergonomie und so weiter greifen, die auch platzzehrend sind. So, wenn das alles gelaufen ist, kann man sich dann hier in der Fraktion mit diesem Gesamtkonzept der Arbeitsplätze befassen. Darüber hinaus vielleicht zu Personalia drei Sätze. Wir haben im Moment einige Bälle in der Luft. Das heißt, der HFA, Haushalt und Finanzen Referent ist ausgeschrieben. Frist ist jetzt gerade abgelaufen. Der Bereich Innen ist ausgeschrieben. Die Frist ist schon länger abgelaufen. Dort haben wir auch allerlei Bewerbungen. Darüber hinaus ist die Besetzung der IT-Stelle in Arbeit und die Verfassungskommission muss auch angepackt werden. Das sind vier Bereiche, wozu wir im geschlossenen Teil heute auch noch kommen. Dann sage ich, kann ich dazu Näheres sagen. Arbeitgebergespräche mit dem Betriebsrat haben stattgefunden. Die Kommunikation fängt an, sehr intensiv zu werden. Es sind natürlich einige Sachen noch zu klären, sind auch einige Dinge aufgelaufen, die unklar sind und klärungsbedürftig sind, will ich jetzt im Einzelnen nicht ausführen, es sei denn, es wird noch mal nachgefragt. Dann wollte ich auch wieder geben, gestern habe ich auch berichtet über die Betriebsversammlung, liegt mir sehr am Herzen, das hier auch noch mal zu transportieren. In der Betriebsversammlung, wo ich einen Bericht arbeitgeberseitig abgegeben habe, ist dann angesprochen worden, das mit viel Mühe erarbeitete Papier oder Präsentation, wie man auch will, seitens der Referenten, was also als Ergebnis der Referentenklausurtagung auf den Tisch kam. Das ist also schon, wie ich gesehen habe, vom 3. Februar diesen Jahres. Das Gefühl hat sich breit gemacht, oder besser gesagt, die Einschätzung hat sich breit gemacht, dass das nicht hinreichend in der Fraktion berücksichtigt wird bzw. aufgegriffen wird. Deshalb soll hier als Botschaft einmal platziert werden, der Wunsch, der im Rahmen dieser Diskussion auch noch mal deutlich zum Ausdruck gebracht wurde. Dieses im Rahmen unserer Strukturdiskussion, die wir führen, Stichwort Steffen Hagen etc., dieses, wie ich mich ausgedrückt habe, an der richtigen Stelle anhängig zu machen. Denn in diesem Papier als Ausfluss der Referentenklausur und auch im Rahmen der Gesamtfraktionsklausur ja wohl auch behandelt, in diesem Papier sind sehr interessante Anregungen drin, Stichwort Kernthemen, AKs, das berührt ja doch sehr stark unsere Struktur. Dort sind aber sicherlich noch eine Menge anderer interessanter Punkte drin, wie Reflexionen in der Fraktionssitzung, Referentenrunde, Strategie, Positionspapiere und vieles andere mehr. Ich denke, das sollten wir im weiteren Diskussionsprozess anhängig machen, in Sonderheit vielleicht in dem Steffen Hagen-Prozess oder wo auch immer geeignet. Ja, das ist auf die Schnelle noch mal im Einzelnen die Ergänzung.
Gibt es da gerade momentan Rückfragen von euch? Okay, später dann. Ich sehe, das ist dann also in diesem Moment nicht der Fall. Von daher kommen wir dann jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Die öffentliche Aussprache über den BPT-Beantragung von Kai. Und damit übergebe ich doch ganz gerne an den Antragsteller. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich weiß schon, dass es falsch ist, aber das ist so die Floskel, die man so im Ausschuss von sich gibt. Der TOP war beantragt schon am 24.03. und hatte natürlich den Hintergrund, dass ein Parteitag auf uns zukommt, der sich anschickte, ereignisreich zu werden. Und ich glaube, das ist auch durchaus eine korrekte Beschreibung für diesen Parteitag. Mir ging es damals darum, dann zu verorten, wie denn die Fraktion mit der Entscheidung des Parteitags zufrieden sein würde. Es gab da zum Beispiel auch Konstellationen unter denen, also wenn die gewählt worden wären, unter denen hätte ich mir vorstellen können, meine persönliche Situation zu verändern. Und ich muss sagen, dass ich mit der Wahl des Vorstandes, um das auch mal zum Thema zu bringen, zufrieden bin. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle hätte man vielleicht ein bisschen durchmischter wählen können. Das wäre so ein bisschen ein Zeichen des guten Willens gewesen. Das hätte ich mir auch gewünscht und hätte ich mir auch vorstellen können. Aber letztendlich fand ich die Entscheidung richtig. Was ich komisch fand, waren Auftritte von Herrn Lauer, die von unserer Seite hofiert wurden. Das fand ich sehr schräg, weil Lauer trat im Prinzip an mit den Worten, mit Sekor arbeiten ist nicht, dem trete ich erstmal vor Schienenbein, wenn ich da reinkomme. Und so hat er es nicht gesagt, aber er hat im Prinzip den Sekor abgewatscht und wollte sich dann für den gleichen Vorstand bewerben. Wäre also klar gewesen, hätte man den Lauer da reingewählt, dann hätten wir den Stress direkt dort gehabt. Und dann gab es halt aus unseren Reihen sehr positive Reaktionen, über die habe ich mich ein wenig gewundert, muss ich doch schon gestehen. Organisatorisch war das mal wieder großartig. Ich glaube, die Piraten sind da mittlerweile sehr professionell, worüber ich mich sehr freue. Die Beamer waren ein bisschen kacke, aber ansonsten war das, glaube ich, von vorne bis hinten straff durchorganisiert und hat auch sehr gut funktioniert. Was mich ein bisschen gewundert hat, ich weiß tatsächlich nicht, wo wir die Zeit liegen lassen haben. Also das hat mich ein bisschen gewundert. Normalerweise sind wir im Ablauf etwas schneller. Das war so das Einzige, wo ich dann organisatorisch dachte, wo ist die Zeit denn jetzt hin? Wir haben ja gar nicht so viel gemacht. Ja, das soll erstmal einleitend gewesen sein. Kurze Einleitung. Ich sammle mal gerade, weil es gibt direkt mehrere Hände. Ich sehe Stefan, also Joachim, Stefan, Moni, ich habe es geahnt, deswegen Frank, Olli, Lukas. Denkt dran, wir müssen noch die gesamte TO durchkauen später. Okay, dann würde ich sagen, Joachim. Ja, ich würde gerne zu zwei Sachen antworten. Fange ich mit der kleineren Sache an. Ich fand den Ablauf des Parteitags insgesamt überhaupt nicht glücklich. Die Versammlungsleitung war gut, aber wir kriegen es als Piraten offensichtlich nicht hin. Auszählpausen und Warteschleifen und weiß der Geier was mit irgendwas Sinnvollem zu füllen. Deswegen glaube ich, dass da Zeit liegen geblieben ist, Kai. Das finde ich wirklich nicht glücklich. Ich möchte auf der anderen Seite auch keinen durchchoreografierten Parteitag haben, wie das andere machen. Aber ich denke, an der Stelle könnten wir einfach ein bisschen effizienter und flexibler sein. Was die zweite Sache angeht, ich habe tatsächlich geglaubt, Christopher Lauer wolle kandidieren, dass er den gerade frisch gewählten Bufo da unter Feuer genommen hat, fand ich persönlich auch nicht so glücklich. Aber gut, 3/4 seiner Redeanteile drehten sich tatsächlich um Politik. Und das waren neben der Rede von Julia Reda die einzelnen Politikblöcke. Und an der Stelle bin ich dann hingegangen und habe nochmal versucht, einen Punkt zu setzen zum Thema, wie geht die Partei mit bestimmten Themen um. Ansonsten kann ich nur sagen, das, was Lauer inhaltlich gesagt hat, über die Form kann man sich streiten, fand ich riesig. Dann habe ich als nächstes den Stefan.
kann mal jemand gerade netterweise und ihm das Mikro vielleicht ein bisschen sinnvoller da einrichten. Dankeschön. Also, ja, erstmal kurz die Antwort, wo die Zeit geblieben ist. Es ist auf dem BPT in Bremen eine Satzungsänderung verabschiedet worden, die die Zusammensetzung des BUFO neu regelt und die schlicht und einfach mehr Wahlgänge erfordert, als wir sie früher hatten. Statt also in einem Wahlgang im Block da vier Beisitzer zu wählen, wird also jetzt jeder Posten einzeln vergeben. Also so viel dazu. Und dann also den Auftritt von Christopher Lauer. Er hat zwar einiges Richtiges gesagt, es müssen politischer werden. Das würde ich mir auch für manche Fraktionssitzung hier manchmal wünschen. Aber ansonsten war er absolut unterirdisch, mit einigen Gesten so zu tun, als wäre der bis zu diesem Zeitpunkt gewählte Vorstand mehr oder weniger im Kaliber davon AfD, NPD oder sonst was einzuordnen, was aber auch Lauers Umfeld teilweise in die Richtung auch getwittert hat. Also sowas geht gar nicht. Und also gerade solche Arten von Twittereien ist das, was die Partei kaputt macht. Insofern ist es ganz gut, dass eine ganz bestimmte Clique in der Partei jetzt nicht mehr dabei ist, auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass durchaus auch linke progressive Vertreter im BUFO sind, denn die gehören genauso da rein wie die liberalen Vertreter. Allerdings müssen die Linken dann auch entsprechend geeignete Leute anordnen und nicht solche, die also Pöbler und Shitstormer decken und unterstützen. Dann habe ich jetzt als nächstes die Moni, aber der Toso hat noch einen Einwurf. Er wollte nur, dass ich das sage. Ein Satz zu einem ganz anderen Thema. Es ist gerade durch, die Landesverfassung hat die Nullrunden für Beamte gekippt. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt nun hier durch die Runde gegangen ist. Ja, ich möchte auch noch mal eben was kurz zu Joachim sagen. Mich haben ganz viele Menschen aus NRW angesprochen und die waren recht fassungslos. Weil jenseits aller politischen Auseinandersetzung und Richtungen waren es Situationen, wo der Christopher Lauer tatsächlich also uns verbal, auch den NRWlern, wirklich in die Fresse gehauen hat. Und du hast da geklatscht. Und ich weiß, dass ganz viele da waren, die super enttäuscht sind und kein Verständnis dafür haben und auch gesagt haben, der Mensch, der klatscht, wenn da Leute fertig gemacht werden, die ihn in diese Position hier gewählt haben. Wenn da auch gesagt wird, die wären zu blöde, irgendwie was entscheiden zu können. Er ist ja auch so in die Richtung gegangen, man wäre halt zu doof, die richtige Entscheidung zu treffen. Und das hat ganz viele, glaube ich, verletzt. Und ich fände es gut oder glaube, es wäre richtig, du würdest da tatsächlich noch mal ein paar Worte zu finden. Die Liste ist noch relativ gut besetzt. Als nächstes habe ich den Frank, dann den Olli, dann den Lukas, dann den Olaf, dann den Joachim. Organisation, um das direkt auch zu sagen, die war super. Und was du sagst, Kai, dass wir da richtig professionell geworden sind, über 1.000 Leute zu handeln. zu handeln, die ganzen Wahlprozesse und so weiter, echt alles sehr, sehr gut gelaufen. Zu dem Hauptpunkt der Diskussion gerade hier, was Lauer angeht. Ich habe auch an manchen Stellen oder ich habe auch mit einigen gesprochen und gesagt, hey, ich hätte das ganz gut gefunden, wenn der dabei ist. Ich glaube, es ist immer so eine Sache, mich hat er nicht persönlich irgendwie beleidigen können. Wenn das manche so aufgefasst haben, ist natürlich ein Punkt, das geht nicht. Also ich fand, er hat eine politische Rede gehalten, habe das nicht persönlich genommen und ich erwarte, dass er Profi genug ist. Er ist 2,5 Jahre im Parlament inzwischen, dass er so weit Profi ist, dass er mit jemand anderem, als er geredet hat, gab es ja schon einen neuen Vorstand, Vorsitzenden, dass er so weit professionell ist, dass er mit dem arbeiten kann, auch wenn er ihm nicht passt. Und das hätte ich erwartet, das hätte ich mir gewünscht sogar, um zu zeigen, allen zu zeigen, auch uns zu zeigen, dass es geht,
dass sich zwei Extreme in einem Vorstand vertragen können, miteinander arbeiten können. Wir haben es oft genug gesehen, dass es nicht geht. Wir müssen irgendwann mal daraus lernen. Und ich habe seine Rede schon ein bisschen so verstanden, als wäre er in der Lage gewesen, diesen Lernbeitrag oder zu demonstrieren. Das scheint jetzt, viele sehen das wohl anders. Es ist jetzt so, wie es ist nicht schlecht, es ist okay. Ich hätte es kräftiger gefunden, wie gesagt, in der anderen Konstellation. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob es wirklich gut gegangen wäre. Wenn es schlecht geworden wäre, dann wäre es eine ziemliche Katastrophe geworden. Keine Frage. Soweit. Oliver. Ja, danke schön, Herr Versammlungsleiter. Ja, interessant finde ich, dass ich hin und wieder ich war ja in Bielefeld, aber hin und wieder habe durchhören lassen, gehört habe, man hätte ja einen Vorstand nehmen können, der ein paar mehr Strömungen aufgreift. Ne? Dann sind wir dann in diesem Proporzdenken eigentlich drin und merken, dass es da durchaus auch Vorteile gibt. Genauso oft habe ich auch gehört, dann kann der Vorstand jetzt wenigstens zusammenarbeiten. Und ich glaube, der Vorstand ist nicht der Bundesvorstand, und da will ich ihm auch den Vertrauensvorschuss und alles geben, was ich geben kann, ist nicht angetreten, um zu spalten. Insgesamt ist natürlich sehr schade zu sehen, dass bei so Bundesparteitagen sehr viel oder vor den Bundesparteitagen generell sehr viel mit Vorverurteilungen, Unterstellungen und sehr viel Konfrontation läuft, weil halt zwar immer argumentiert wird, man würde auf sachlicher Ebene sein, aber in Wirklichkeit arbeiten wir natürlich sehr, sehr viel auf eben nicht besonders sachlicher Ebene. Zu Lauers Rede, die habe ich mir natürlich angeschaut. Es war eine sehr gute Rede aus seiner Sicht, wenn wir das schon mal hier haben. Man muss dazu sagen, leider, denn sie war natürlich keine Rede, die ich mir persönlich gerne, weil sie so toll war, immer wieder angucken würde. Sie war jetzt nicht irgendwie gut konstruiert, aber sie hat halt ihr Ziel erreicht. Dazu mache ich auch schon wieder das mit der Vorverurteilung und Unterstellung, aber ich glaube, an dieser Stelle ich nehme an, dass ich an dieser Stelle damit richtig liege, weil es halt nicht sein Ziel war, zu vermitteln. Dann würde man eine Rede halt anders aufbauen, und man kann sicherlich eine sehr gute Rede machen die das Ruder rumreißt, ohne mit Angriffen zu arbeiten oder ohne erstmal negative Sachen aufzutischen. Das kann man machen. Wir sind das hier im Parlament auch nicht gewöhnt, weil hier in Ausschüssen und im Plenum, sicherlich auch in Berlin, anders gearbeitet wird. Man arbeitet immer erstmal, man sagt immer erstmal, was die anderen in der Vergangenheit falsch gemacht haben und was unter Schwarz-Gelb nicht lief, bevor man dann in die positiven Sachen kommt. Und eine Sache noch, ich hoffe natürlich, dass wir nicht konfrontativ aus dem Bundesparteitag hervorgehen und nicht Mauern aufbauen, sondern dass wir es schaffen, zu sehen, dass wir unterschiedlich sind in der ganzen Partei, dass wir sehr heterogen sind und damit arbeiten müssen, was wir haben, und dass wir aber auch sehr viele Gemeinsamkeiten haben und dass wir in viele Richtungen gehen können und dass wir trotzdem eine große gemeinsame Klammer haben, denn wir sind eben nicht wie andere Parteien. Wir wissen, dass wir nicht wie die FDP sind, weil wir nicht liberal sein wollen. Ich bin gleich fertig. Nicht liberal sein wollen wie die FDP wirtschaftsliberal, sondern wir setzen die individuelle Freiheit in den Vordergrund. Wir wissen, dass wir für Nachhaltigkeit stehen, aber eben nicht für Verbote und grüne Verbissenheit. Und wir wissen auch, dass wir die Gesellschaft für alle wollen, aber eben ohne Dogmen und linken Klassenkampf. Ich hoffe, dass sich das dass klar wird, dass linke Politik, dass wir hier linke Politik machen, auch hier im Plenum, und dass linke Politik zu den Piraten gehört, aber dass linke Politik erfolgreich ist, wenn sie nicht verbissen geführt wird. Lukas.
Ja, ich habe ja den ersten Tag auch nur im Stream mitverfolgen können, weil ich selbst nicht vor Ort war, was vielleicht auch ganz gut ist, denn dadurch habe ich natürlich die ganze Saalatmosphäre nicht mitbekommen. Ne? Gleichwohl habe ich dann halt auch gehört, dass es da halt entsprechend auch Lagerabbildungen innerhalb des Raumes gab. Wie gesagt, das Ganze habe ich im Stream selber nicht mitbekommen. Ich habe natürlich die Rede von Christopher Lauer mitbekommen. Ich muss sagen, ich fand sie gut. Denn ich hatte das Gefühl, sie hat nicht nur mich, sondern halt auch den Bundesparteitag aus einer Art Lethargie rausgeholt, die ich da halt irgendwie verspürt habe. Und ich saß dann davor und dann sprach er und er hat es auf eine sehr geschickte Art und Weise geschafft, halt entsprechende Reaktionen zu triggern von der Versammlung und dadurch halt die ganze Versammlung politischer werden zu lassen. Das ist zumindest mein Eindruck aus dem Stream und das fand ich persönlich gut. Und ich habe mich auch selbst dabei erwischt, wie ich mir gedacht habe, okay, das empfinde ich jetzt so gut, dass ich mir das tatsächlich vorstellen könnte, dass er Teil des Bundesvorstands wird mit Seekor zusammen. Und dann habe ich mich dabei erwischt, wie ich so einen kurzen Augenblick der Angst hatte, oh mein Gott, die werden sich ja nur gegenseitig blockieren. Und dann habe ich in die Timeline geschaut und habe den Kai sowas twittern gesehen, weil er genau das Gleiche dachte. Aber das kann es eigentlich nicht sein, weil das sind zwei erwachsene Menschen, die vielleicht zwei verschiedene Ansichten haben, aber die beide für die Ziele der Partei kämpfen. Und ich erwarte von denen so viel Professionalität und auch natürlich so viel Bewusstsein, sowohl Seekor, dass wenn er kandidiert, muss er damit rechnen, dass er jemanden in einen Bundesvorstand reingesetzt bekommt, mit dem er nicht kann. Gleichwohl auf der anderen Seite auch sind Christopher Lauer, der ganz genau wusste, okay, Seekor ist da drin, aber mit dem werde ich zusammenarbeiten müssen. Die kandidieren ja nicht, um sich halt irgendwie gegenseitig kaputt zu blockieren, sondern die wollen ja das Gute für die Partei. Und das fehlte mir häufig an vielen Stellen, dass halt irgendwie wir häufig angstdominiert sind, oh Gott, da könnte was kaputt gehen, wir könnten uns gegenseitig blockieren und dabei völlig aus den Augen verlieren, welche Möglichkeiten und Chancen es geben könnte, aus purer Angst heraus. Und ich habe zumindest für mich beschlossen, dass ich halt versuche, auch in Zukunft bewusster halt eben diese Ängste bei mir wahrzunehmen und die halt versuchen auszublenden, weil ich denke, sie machen viel kaputt. Und ich persönlich denke, dass ich hätte mir auch einen durchaus gemischteren Bundesvorstand gewünscht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt wiederum bei der nächsten Bundesvorstandswahl das Pendel in eine durchaus andere Richtung ausschlagen könnte. Und unabhängig davon, wenn ich das mitbekomme, auch im Vorfeld, diese ganzen Verschwörungsdebatten, ja, die Berliner und jetzt wieder im Nachgang, ja, die Münchner und große Verschwörung und die Leute bloggen sich die Finger wund und das finde ich so zum Kotzen. Beschäftigt euch doch mal mit der Politik und nicht halt irgendwie dieses Nachtragende und ja, und da lief was falsch. Wer hindert hier irgendwen daran, linke Politik zu machen oder sich für Asylpolitik mit vollem Herzblut einzusetzen? Keiner. So ein Seekor hat nie gesagt, ich bin dagegen, ihr macht hier keine Asylpolitik mehr, ihr macht hier kein BGE mehr, ganz im Gegenteil, das hat keiner gesagt. Und jeder, der Lust drauf hat, seinen ganzen Elan und Herzblut in diese politischen Themen reinzustecken, der soll das machen. Und damit beende ich jetzt meinen Wortbeitrag. Vielen Dank. Dann hätte ich den Olaf, Birgit, soll ich dich mit eben auf die Liste? Okay, dann habe ich jetzt den Olaf, bitte. Ja, fangen wir auch erstmal mit der Reihenfolge an, das Allgemeinere zu sagen. Also ich bin auch sehr zufrieden mit dem Parteitag und ich bin auch sehr zufrieden mit dem Ergebnis der Wahl oder zumindest zufrieden das mit dem Seher, das wird sich immer noch zeigen müssen. Auf jeden Fall die Problematik, von wegen wir müssen einen gemischten Vorstand haben, sehe ich vielleicht ein bisschen anders. Ja, wäre schön, wenn das ginge, aber irgendwie die letzten Jahre haben genau bei Gemischtheit immer gezeigt, irgendwie klappt es nicht. Ich habe mich diesmal entgegen meiner ganzen Entscheidungen in der Vergangenheit mal für, ich habe es genannt, Form vor Inhalt. Mir wurde nämlich bei einer Sache sogar beim Seekor richtig blöd, also ich fand es richtig doof, was er zur Sozialpolitik gesagt hat. Gefällt mir überhaupt nicht, aber ist so, ich kann aber trotzdem, ich kenne ihn trotzdem, ich kann mit ihm besser diskutieren als mit vielen Menschen, deren politische Aussagen eigentlich viel mehr auf meiner Wellenlänge liegen. Und da kommen wir nämlich genau zu dem Punkt. Außerpolitisch, also alles, was nicht mit der Partei zu tun hat, alles, was in der Politik nach außen ging, Seekor, Entschuldigung, das war jetzt ein Versprecher, Lauer 1a. Keine Frage, würde ich sofort alles unterschreiben. Tue ich sowieso fast alles, was aus dieser
wie wollen wir es jetzt nennen? Ich meine, zurzeit ist das Wort progressiv bei der Innerpartei drin für diese Art von Gruppe. Nehmen wir jetzt das Wort progressiv. Was da kommt, politisch immer 1A. Die Art, wie die Politik machen oder was sie den Leuten vermitteln, kann ich nicht mit. Also wenn sich jemand da oben hinstellt und sagt, ich habe die Weisheit gefressen, jeder, der nicht so denkt wie ich, ist sau doof. Und da weiß ich ja, ein Drittel hier, die meinen das genauso wie ich, die dürfen dann jubeln. Zwei Drittel dürfen, genau, das sind nämlich die Saudoven, die das nämlich nicht genauso wie ich sehen. Ja, ist natürlich eine unheimlich tolle Sache, um diese zwei Drittel mit dem ein Drittel wieder zu verschmelzen. Das funktioniert nicht und von daher war das eine unheimlich gute Kabarettnummer, aber es war keine Rede, um sich irgendwie auf ein Amt, finde ich, zu bewerben. Von daher verstehe ich auch die Sache, es hat den ganzen Laden ein bisschen aufgelockert, die Leute haben gelacht, man hat auch teilweise den Kopf geschüttelt. Wie gesagt, es war viel, viel mehr eine Kabarettnummer, als dass es wirklich eine Veranstaltung war. Und von daher war das Ganze, zeigte mir eigentlich in dem Moment auch, dass ich mich am Anfang, finde ich, richtig entschieden habe, dass ich diesmal den Form gewählt habe. Ich kann nämlich die Form, wenn sie mich angreift, intern so, wenn die Form intern so im Angriff ist, wie der Christopher das gemacht hat, dann ist es für mich unakzeptabel, selbst wenn er meine Meinung vertritt. Es geht nicht. Punkt aus. Dann habe ich lieber jemanden, der nicht meine Meinung vertritt, der sich allerdings ganz sauber mit mir in einen ruhigen Dialog setzt und mit mir darüber spricht und nicht jemand, der mir erklärt, wenn ich nicht so denke wie er, wäre ich bescheuert. Entschuldigung, dieser Gedanke ist bescheuert. Okay, reden wir weiter über nicht gewählte Kandidaten. Joachim. Mal dem Olaf entgegenhalten, Inhalt vor Form, aber mal generell zum neuen Bundesvorstand. Ich sehe das professionell. Der Sekor war mir sympathisch, auch wenn man politisch durchaus mal bei so Gesprächen Differenzen feststellen könnte. Und er ist mir auch immer noch sympathisch als Typ. Und ich denke, man kann gut zusammenarbeiten. Und ich finde, jeder in der Partei, der sich für so ein Amt bewirbt, hat eine Chance verdient. Insofern finde ich es auch scheiße, wenn selbst so Leuten, die noch im Bundesvorstand waren, die den Parteitag organisiert hatten, die genug Wind um den Ohren hatten, auch, der auch aus meiner Richtung kam, nicht gedankt wird, Monika. Und der Christopher hat dem Cabu vorgedankt und den anderen Leuten, die im Bundesvorstand waren, auch. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie dem Landesverband NRW eins aufs Maul geben will. Ich finde es unterirdisch, wenn man Leuten, die über so eine lange Wegstrecke hinweg Vorstandsarbeit geleistet haben, zum Abschied einfach nicht Danke sagt. Und an der Stelle habe ich geklatscht. Und was Inhalt vor Form angeht, ja, es gibt Leute, die haben Kanten. Und es gibt Leute, die stellen sich auf eine gewisse Art und Weise dar, die nicht allen passt. Aber da ziehe ich es vor, auf das zu hören, was die Leute sagen. Und was der Christopher auf dem Bundesvorstand gesagt hat, fand ich völlig okay und völlig in Ordnung. Und ich sehe auch nicht, dass sich jetzt daraus sowas ergibt, dass er mit dem Sekor nicht arbeiten kann. Auf der anderen Seite dürft ihr bitte auch nicht vergessen, aus welcher Position heraus er argumentiert. Er ist mit einer ganz knappen Mehrheit Landesvorstand in Berlin geworden. Und er will diese Funktion, das Vertrauen seiner Verbandsmitglieder da auch erhalten. Also ich sehe das nicht. Und wenn man sich, und das hat Christopher auch sehr richtig gesagt, und an der Stelle habe ich auch geklatscht, dieses unterirdische Gerente auf Twitter. Vor dem Bundesparteitag und nach dem Bundesparteitag auch wieder. Lauer hat gesagt, verbale Diarrhoe. Und da stehe ich zu, das finde ich richtig, was er da gesagt hat. Also wenn der Landesverband jetzt meint, ich hätte ihm da irgendwo eins aufs Maul gegeben aus den Gesprächen. Ich habe vorher Gespräche geführt und ich habe auch Leuten aus unserem Vorstand gesagt, ich finde es richtig, dass man allen dankt, die Vorstandsarbeit. Nee, dem sage ich nie Danke. Da gibt es dann auf einmal Feindschaften, die, was weiß ich, einen gewissen Ewigkeitswert haben. Kann ich nicht vertragen. Also, wenn der Landesverband der Meinung ist, ich hätte da zu scharf reagiert oder was auch immer, dann tut es mir leid dafür. Aber ich stehe zu meinem Punkt, ich stehe auch zu meinem Verhalten während der Rede von Christopher Lauer. Das in aller Deutlichkeit. Nico. Oh, entschuldige. Ging ja schnell. Vielen Dank, Herr Versammlungsleiter. Ich habe mich jetzt doch noch mal zu Wort gemeldet, weil ich jetzt ein bisschen erschrocken war, ob der Einordnung jetzt der Geschehnisse, die hier teilweise zu hören waren. Also was Gutes kann man
Ich fange andersrum an. Also der Christa Lauer hat eine gute Rede gehalten, keine Frage. Christopher Lauer hält nur gute Reden, würde ich mal behaupten. Die Frage ist immer nur, für wen gut. Sie ist in meisten Fällen halt ausschließlich für ihn gut. Und das ist das Problem. Und ich habe jetzt hier so ein, ich sage mal, Glorifizierung seiner Person erfahren, oder ich überspitze das jetzt mal ein bisschen, aber hier sehr, sehr eine positive Einordnung seines Verhaltens hier gesehen. Und dann wurde auch der Wunsch geäußert, ja, er müsste jetzt mal über seinen, sozusagen über seinen Schatten springen und wir müssten jetzt mal da auch im Vorstand professionell dann werden und dass auch sozusagen Leute aus unterschiedlichen Strömungen doch zusammenarbeiten. Ja, den Wunsch haben wir alle. Der existiert auch schon ziemlich lange. Und wir haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert, dass es Wunschdenken ist, weil wir nicht die Strukturen haben, die Leute einfangen. Und das will ich gar nicht die eine oder die andere Seite da besonders betonen. Das gilt, glaube ich, für beide oder für wie viele Seiten auch immer. Und das ist eben das Problem an der Stelle. Und das ist bei Christopher nun auch nicht irgendwie nur eine Vermutung, ein Gerücht oder so. Ich sage mal, das Jahr 2010 habe ich noch ganz gut in Erinnerung. Und ich weiß nicht, vielleicht fehlt da der Partei auch so ein bisschen das Erfahrungswissen. Es ist da abhanden gekommen, vielleicht bei einigen Neuen, die das nicht mehr erinnern können oder nicht live miterlebt haben, diese Vorstandssitzungen, die da stattgefunden haben. Und jetzt auch die Rede zeigt ja, dass Christopher sehr gut daran ist, zu polarisieren. Und für die Außenwirkung, da gebe ich meinen Vorrednern ja recht, wäre das sicherlich eine feine Sache. Aber ich sage mal, in der Situation jetzt einen Polarisierer im Vorstand zu haben, ist, glaube ich, ja eine Wunschvorstellung. Also den kann man sich da nicht hinwünschen und dann mit der Erwartungshaltung, der wird sich schon zurücknehmen. Nein, das liegt nicht in seiner Natur. Also das ist einfach unrealistisch. Und wir müssen unsere Leute dahin schicken, da einsetzen, wo sie für uns am produktivsten sind. Und Christopher ist für mich ein sehr parteidienlicher Mensch, der uns sehr weit bringen kann und auch schon sehr weit gebracht hat mit seinen Aktionen. Und da muss er hin, aber nicht unbedingt in den Bundesvorstand. Die Frage ist ja, ob er tatsächlich wollte mit so einer Rede. Ja? Das darf man ja auch mal hier an der Stelle fragen, was das Ziel dann der Rede an der Stelle war. Aber man kann jetzt der Sache auch was Gutes abgewinnen. Wir haben einen einheitlichen Vorstand. Also Sekor, der Stefan Körner, wird jetzt nicht sagen können, hier wird von irgendjemandem gebremst, ausgebremst, blockiert oder irgendwas. Nur das macht sozusagen für ihn die Verantwortung nur noch größer an der Stelle. Das ist eine Wahnsinnsverantwortung und eine Wahnsinnserwartungshaltung, die da vorherrscht, die in meinen Augen kaum zu erfüllen ist, weil, dann komme ich doch zum Ende, der Punkt war ja, dass dieser Parteitag heraufstilisiert wurde als entscheidende Schlacht über den Richtungsstreit in der Partei. Das war total irrwitzig, diese Erwartungen zu schüren und zu sagen, mit dieser Entscheidung, mit einer Entscheidung über den Vorstand würde man diesen Streit beilegen können oder gar schlichten. Das ist nicht der Fall. Das wird weitergehen. Und das Entscheidende wird jetzt sein, ob dieser Vorstand in der Lage ist, da eindämmend zu wirken, über seinen Schatten zu springen, auf die anderen massiv zuzugehen, um da zur Streitbeilegung beizutragen. Also ich möchte nicht tauschen. Danke. Michelle, und dann hat sich für danach noch einmal Joachim zu Wort gemeldet. Ja. Eigentlich wollte ich nur was zur Zeit sagen. Aber das hat sich jetzt leider erledigt. Also, erstmal die Frage ist gerade aufgekommen, wo lassen wir so viel Zeit liegen? Das kann ich relativ genau sagen. Beim ABPT darf nur der Bundesvorstand gewählt werden. Das heißt, die Lücken mit Sinnvollem zu füllen, ist einfach da nicht möglich. Man kann ein paar Reden halten. Ja, das kann man alles nett tun, aber da ist halt nicht möglich zu sagen, wir wählen jetzt einfach nur einen Kassenprüfer oder irgendwas, wo man mit einer offenen Abstimmung arbeiten kann, was auch immer. Also so wirklich sinnvolle Dinge sind auf so einem ABPT nicht möglich. Und wir haben am Anfang den BPT aufgemacht und sofort bis zum Ende des ABPT unterbrochen. Da war also auch nicht möglich, ihn zwischendurch nochmal aufzumachen. Von daher war es tatsächlich nicht anders möglich, als die Leute auszählen zu lassen und dann, und dann die nächste Wahl zu machen. Das ist halt eine Wahl nach der anderen. Dafür ist so ein ABPT da. Das ist das eine. Das zweite ist, falls dann nochmal, also weil auch nochmal drüber geredet wurde und falls das gerade gemeint war, ich habe es nicht richtig raushören können, die Vorstellung der nächsten Kandidaten während der Auszählung ist einfach absolutes No-Go, weil diejenigen, die da auszählen, und wir hatten
am Ende fast 100 Wahlhelfer. 100 Leute von 1000, die im ersten Wahlgang mitgewählt haben. Also 10% der Leute kriegen einfach nicht mit, wer sich da vorstellt. Und in meinen Augen geht das einfach überhaupt nicht. Du kannst beim Auszählen nicht gleichzeitig zuhören. Dann verzählst du dich oder, also entweder du verzählst dich oder du hörst eben nicht zu und dann zählst du aus und dann stehst du noch in der Schlange und gibst noch deine Unterlagen ab, kriegst die für den nächsten Wahlgang und hast überhaupt nicht mitbekommen, wer sich vorstellt. Ich persönlich finde es schon blöd, dass wir ganz viele Leute haben, denen ich übrigens herzlich danke dafür, aber die an der Akkreditierung sind, die hinten in der Küche stehen, die im Pressebereich sind, die kriegen diese Vorstellung auch nur ganz wenig mit. Und wenn dann nur über die Bildschirme, auch denen fehlt die Stimmung zum Beispiel zu Kandidaten und von daher dann noch mehr Leute rauszunehmen und noch mehr Leute quasi nur nach Zettel zu wählen zu lassen und nicht nach Vorstellung, halte ich persönlich für schwierig. Aber sei es drum. Jetzt muss ich doch noch was zum Herrn Lauer sagen. Nein, ich muss erst noch was dazu sagen. Joachim, du hast gerade gesagt, den Leuten wurde nicht gedankt. Also ich kann mich an so Tütchen erinnern und daran, dass nicht nur dem jetzigen K-Bufo und den zurückgetretenen gedankt wurde, sondern auch noch dem Bufo davor. Da gab es so Geschenketütchen. Also zu sagen, denen wurde nicht gedankt, schwierige Aussage. Ich weiß nicht, ob das bis zu dem Zeitpunkt, wo der Lauer geredet hat, war, weil das habe ich gerade von der Reihenfolge her nicht im Kopf. Aber was vorher... Okay, dann war es nachher. Aber was eben dazu kommt und was ich sagen wollte mit dem, dass die Leute sich nicht bedanken, es gab eben auch keine Möglichkeit dazu. Es gibt eben diesen Slot Entlastung des Vorstands und so, das wäre alles auf dem normalen Parteitag gekommen, der ja dann quasi nicht stattgefunden hat oder sofort wieder geschlossen wurde. Von daher ist es halt sehr schwierig, auf einem Parteitag, der nur zur Wahl eines neuen Vorstands sei, über den alten Vorstand was zu sagen. Die Chance wäre da gewesen, vielleicht bei einer Eröffnungsrede, aber dadurch, dass der alte Vorstand nun mal selber so einen Parteitag eröffnet, die können sich ja nicht selber danken. Also das halte ich für ganz schwer. Zudem glaube ich, jeder Kandidierende zumindest so ein Wort gesagt hat, ein, zwei Worte gesagt hat zu dem alten Vorstand. Das muss nicht immer nett gewesen sein, es muss auch kein Danke gewesen sein, aber ein, zwei Worte sind, glaube ich, immer gefallen. Aber wie gesagt, diese Tütenaktion hinterher fand ich auch noch großartig, sei es drum. Jetzt noch ein letztes Wort zum Lauer. Sehr geehrter Lauer, Sie werden mich ja im Stream sehen, ich freue mich auf Ihre Anzeige. Was überhaupt nicht geht, ist Gewalt, weder verbal noch körperlich, und körperliche Gewalt beginnt beim Eindringen in die eigene Schutzzone. Die beginnt da, wo das Gesicht der einen Person 2 Zentimeter vor dem Gesicht der anderen Person ist und diese Person zurückdrängt. Da war der Bühne, da war der Bühnenrand. Ich bin im Nachhinein, und ich habe noch eine Nacht drüber geschlafen, total geschockt, was da passiert ist. Diese Aggressivität, mit der plötzlich vorgegangen wurde gegen den Versammlungsleiter in dem Moment, wo diese Rede unterbrochen wurde. Man kann das auf dem Video recht gut sehen. Es soll jetzt noch ein zweites Video geben. Das haben Leute getwittert, denen wurde sofort mit dem Anwalt gedroht. Ich habe gesagt, ich habe auch das Gefühl gehabt, ich hatte auch die Wahrnehmung, dass es plötzlich diese Aggressivität gab. Also mir dann hinterher vorzuwerfen, wenn ich mal Twitter Hals-Maul oder so, das wäre verbale Gewalt, finde ich ganz schwierig. Und ganz ehrlich, am Ende so eine Diskussion zu führen, also wir wissen ja, was am Ende passiert ist mit diesem, dass er da gar nicht die Unterschriften für hatte, überhaupt auf dieses Amt zu kandidieren, hinterher diese Diskussion zu führen, uns als Deppen darzustellen, als Versammlungsleitung, zeigt mir persönlich, das war eine geplante Show, das wurde gerade schon gesagt, das kann er gut, er kann sich gut inszenieren, auch für seine Ziele, aber das, was er da gemacht hat, das war Form vor Inhalt und das war seine Form und das hat er genau so gewollt und er hat genau das erreicht, denn wir reden jetzt über ihn, Twitter redet über ihn, die Timelines hören einfach nicht auf, es werden Blogbeiträge geschrieben, er hat genau das erreicht, was er wollte. Herzlichen Glückwunsch. So, dann habe ich jetzt hier noch einen letzten Satz von Joachim. Ja, ich möchte auf das, was Nico gesagt hat, eingehen. Du hast das Stichwort polarisieren gesagt. Du hast nach meiner Auffassung sehr viel Richtiges gesagt. Ich glaube, und das sollten wir im Blick behalten, wir haben ein Problem in der Partei, dass jeder aus irgendeinem Blickwinkel als Polarisierer gesehen wird, auch wenn das eigentlich nicht ist. Ja, ich sehe das an den Diskussionen um diesen Berliner e.V., um Peira. Die werden dann in eine ganz bestimmte Ecke gestellt, obwohl nicht irgendeiner auch nur von den Leuten auch nur einen schriftlichen Beitrag dort wirklich mal gelesen hat, zum Beispiel von Martin Hase. Ich glaube, dass wir das Problem haben, dass egal, wer sich in den Bufo jetzt wählen lässt, dass der aus einer bestimmten Ecke als Polarisierer gesehen wird.
Es gibt so gesehen nicht die Wahrnehmung von Leuten, wo das Bestreben angenommen wird, dass sie eigentlich nicht polarisieren wollen. Und ich möchte dem Seekor diese Chance geben. Ich hätte jedem anderen Buwo auch diese Chance gegeben. Ich weise nur mal darauf hin, wir haben ein Problem mit Leuten, die jenseits dieser Pole agieren wollen. Die werden immer von irgendjemand in irgendeine Ecke gestellt. Das ist das Problem. So, hiermit sind wir wohl... Oh, Frank, bitte. Ich möchte nur ohne irgendwie auf Inhalt einzugehen, weil es sind ja jetzt gerade von Michelle alle möglichen Dinge nochmal erzählt worden, die wahrscheinlich auf Twitter rumgehen. Ich kann es nicht sehen hier. Dass es sehr oft, eigentlich immer, glaube ich, zwei Sichtweisen auf bestimmte Vorgänge gibt. Und das sollte derjenige oder sollten die, die sich halt, die sollte, man sollte sich einfach informieren und eine eigene Meinung bilden. Punkt. Ich stelle in die Runde, gibt es noch weiteren Gesprächsbedarf in der Angelegenheit? Hiermit möchte ich mich auch gerade für meinen Gesichtsausdruck entschuldigen. Es liegt vielleicht daran, ich habe mich ja selber nicht geäußert, ich möchte ganz gerne politisch arbeiten. Deswegen möchte ich Top 4 hiermit beendet erklären. Ein bisschen rumpuffern gehört mit dazu. Dann würde ich jetzt ganz gerne Top 6 vorziehen. Ah, nein. Schade, ich dachte, ich schaffe es noch vorher. Somit würde ich sagen, wir machen bis, wenn niemand was dagegen hat, 11:45 Uhr Pause? Nein? 9 Minuten, das ist zu wenig? Okay. 8? Genau, aber dann bis 11:45 Uhr. Nein, Quatsch. Also machen wir von mir aus bis 11:50 Uhr. Es klappt nicht, ne? Ich weiß. Na gut, fürs Protokoll 11:52 Uhr. Ich dachte, ich kriege das irgendwie schneller hin. Bleiben bei der regulären Tagesordnung. Es geht um die Vorbereitung des nächsten Plenums. Das heißt also, wir machen jetzt mal das mit der politischen Arbeit. Den Link haben alle vorliegen. Und wir müssen uns, glaube ich, relativ zügig durch 55 Tops hecheln. Vielleicht können wir das Plenarpad eventuell auf den Monitor kriegen. Verfahrensvorschlag. Es gibt einen Vorschlag. Wir hatten ja mal bei den letzten Malen die total supi-dupi-Ideen, nur über die Punkte zu sprechen, wo da Lücken sind. Würde ich für dieses Mal auch vorschlagen, ist einfach kürzer. Wir können das so machen an der Stelle. Das Problem ist, es gibt noch einige Punkte, wo wir noch etwas Uneinigkeit haben. Und weil es laufen zu dieser Sitzung bei relativ vielen Anträgen auch immer wieder Zwischenverhandlungen. Das heißt also, wenn wir gleich bei einem Top sind, wo ihr das Gefühl habt, so, da, stopp, da gibt es noch eine Anmerkung, weil teilweise sind die Sachen halt noch nicht im Pad erfasst. Ich mache einfach. Zum Verfahren. Ich muss gleich weg, kurz, für eine halbe Stunde ungefähr. Es gibt zwei Unterpunkte dabei, dass wir Anträgen vielleicht beitreten wollen. Der eine ist von Birgit, der Antrag. Da weiß ich nicht, ob es da irgendwie unterschiedliche Meinungen gibt bei meinem Antrag. Weiß ich, dass es da unterschiedliche Meinungen gibt. Ich würde die deshalb gerne jetzt sofort machen, weil ich, wie gesagt, nachher gleich weg muss. In dem Fall bitte ich euch darum, jetzt entsprechend zuzustimmen. Das würde bedeuten, wir ziehen zwei Anträge in der Behandlung eben vor. Vielleicht sagt ihr mir eben schnell die Nummer. Ich habe die jetzt gerade in der langen Liste auch nicht. Das ist Top 5.2 sozusagen, Antrag von Birgit. Beitritt zum Antrag 16/6122. Alltagsrassismus und rechte Gewalt bekämpfen, Erfassung politisch rechtsmotivierter Straftaten verbessern. Birgit beantragt, dass wir diesem Antrag von Rot-Grün beitreten. Dann würde ich jetzt ganz gerne diesbezüglich euch einfach nur eben nach dem Votum fragen, dass wir Frank? Ist Diskussionsbedarf? Ja, ich wollte nur ganz kurz wissen, du wirst erwähnen, dass wir den ja im letzten Plenum hatten. Na? Okay, weil man kann schon zu Recht fragen, warum wir da jetzt drauf stehen, weil unser Antrag wurde ja letztes Mal abgelehnt. Nico machte nämlich gerade diese Anmerkung, warum wir dann jetzt dazugehen. Ich meine, wir können das als Piraten, wir stehen da drüber in Anführungsstrichen, wenn man uns halt was ablehnt und das dann ein paar Wochen später als eigenen Antrag unter die Nase hält, da wir es in der Sache richtig finden, sind wir dabei. Kraft, wirst du das so sagen oder?
Verzeihung, Birgit, natürlich. Ich stimme dir zu, dass der Antrag geht ein bisschen weiter als der, den wir gestellt haben. Das hätte ich mich gar nicht getraut, das so zu beantragen, sage ich jetzt mal. Sowieso abzusehen ist, dass unsere Anträge hier nicht so behandelt werden, dass ihnen zugestimmt wird. Ich finde trotzdem nichtsdestotrotz diesen Antrag gut, ne, weil er wichtig ist und richtig ist. Und man muss halt an der Stelle irgendwo noch sagen, dass wir ja sowas Ähnliches schon mal letztens gefordert haben und das sogar ziemlich harsch abgelehnt worden ist. Das würde ich schon irgendwo da einbringen. Nichtsdestotrotz glaube ich halt, dass es sinnvoll wäre zu sagen, wir sind in der Sache dafür. Ne? Einmal für den Stream. Wir befinden uns übrigens in Zeile 456. Wir sind ein bisschen gesprungen in der Tagesordnung. Das mag der eine oder andere jetzt gerade nicht nachvollziehen können. Ich musste auch die Suchfunktion bemühen. Ich bin gerade ein wenig aus dem Konzept gebracht worden, weil ich hier eine neue Besonderheit im Landtag habe, die erstmalig vorgefallen ist. Aber wir machen, würde ich sagen, schließen jetzt diesen Punkt eben ab. Wie sieht's aus? Also können wir sozusagen dem Beitritt zustimmen? Möchte ich also an dieser Stelle um euer Votum bitten, ob Ja, Nein oder Enthaltung. Wer ist der Meinung, wir treten diesem Antrag bei? Gibt es Nein-Stimmen? Gibt es Enthaltungen? Damit sehe ich das als einstimmig so beschlossen. Das heißt, ich werde mich dann entsprechend darum kümmern. Sehr gerne, Birgit. Und bevor ich jetzt Danebots Antrag reinnehmen kann, muss ich auf eine Besonderheit hinweisen. Es gibt aufgrund § 94 Absatz 5 der Geschäftsordnung des Landtags eine sogenannte dringliche Anfrage der FDP und der CDU-Landtagsfraktion aus dem Geschäftsbereich des Finanzministeriums. Diesem müsste die Fraktion respektive der Präsident zustimmen, unserer Fraktion. Leider ist er nicht anwesend, von daher würde ich ganz gerne euer Votum haben. In Bezug, es geht um eine Frage, die da lautet, welche Steuereinnahmen erwartet die Landesregierung für Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2014 bis 2018? Es handelt sich hierbei um eine reine Formalie. Sie wurde offensichtlich das erste Mal ausgenutzt und von daher möchte ich euch ganz einfach fragen, möchten wir dieser dringlichen Anfrage der FDP und der CDU-Landtagsfraktion zustimmen? Gibt es in dieser Hinsicht Gesprächsbedarf? Toso? Ja, ich meine, die Steuereinnahmen der nächsten 4 Jahre sind bestimmt super interessant. Also auch für mich, ich gebe es ja gerne aus. Nur sehe ich den dringenden Bedarf an der Stelle jetzt gerade nicht, das quasi einen halben Tag vor Plenum noch reinzureichen. Das ist mir an der Stelle, das kann natürlich zusammenhängen mit dem Landesverfassungsgerichtsurteil von heute Morgen. Aber dann hätte ich gerne da einfach mal mehr Infos. Das ist mir jetzt gerade zu wenig. Die wurden um 11 Uhr eingereicht. Moni, ganz kurz. Ja, da gab es ja auch durchaus schon Anträge zur mittelfristiger Finanzplanung und wie sich halt das im Bezug auch auf die Schuldenbremse abbildet. Und ich finde auch nicht, dass das, also wir haben uns da ja auch schon, sage ich mal, so ein bisschen ambivalent verhalten und gesagt, nee, muss man ja, kann man vielleicht auch gar nicht so voraussehen, genau wie sich zum Beispiel Steuereinnahmen entwickeln. Und insofern würde ich das jetzt gerade ohne jetzt hier eine ausgereifte Diskussion, zumal Dietmar gar nicht da ist, der das sicherlich auch fachlich besser bewerten könnte, würde ich dem auch nicht jetzt zustimmen wollen. Aus dem Text ergibt es sich meines Erachtens nach nicht, dass es etwas mit dem Urteil zu tun hat. Also, ne, wenn ihr da nicht zustimmt, dann kommt das nicht auf die TO morgen. Es muss einstimmig sein. Kann man das einmal vorlesen, bitte? Michelle, kurzer Einwurf. Ich würde es sonst wirklich vorlesen. Geschäftsbereich des Finanzministeriums. Steuereinnahmen 2014 bis 2018. Anfang Mai 2014 hat das Bundesfinanzministerium die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2014 für Bund, Länder und Kommunen bekannt gegeben. Mit Schreiben vom 4.6.2014 hat die CDU-Landtagsfraktion die Landesregierung um einen schriftlichen Sachstandsbericht zu den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2014 für die Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 26.06.2014
gebeten. Ohne Angabe von Gründen wurde eine schriftliche Vorlage nicht erstellt, obwohl sich die Landesregierung im Rahmen einer Pressemitteilung vom 24.06.2014 zur angenommenen Entwicklung der Steuereinnahmen bis 2018 geäußert hat. Daraufhin wurde in der Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 26.06.2014 um kurzfristige Erstellung einer schriftlichen Vorlage, wie es bereits in der Vergangenheit üblich war, bis Montag, den 30.06.2014, gebeten. Der Finanzminister sicherte eine Prüfung zu. Am Montag, den 30.06.2014, teilte das Finanzministerium telefonisch auf Arbeitsebene mit, dass von der Erstellung einer Vorlage abgesehen wird. Die veröffentlichte Mai-Steuerschätzung für Bund, Länder und Kommunen hat sowohl Auswirkungen auf den Haushaltsvollzug 2014 sowie auf die verabschiedete mittelfristige Finanzplanung in Nordrhein-Westfalen. Eine nachvollziehbare Begründung, warum die Landesregierung sich zu der öffentlich bekannten Steuereinnahmeentwicklung nicht äußern will, ist nicht erkennbar. Die Landesregierung muss daher im Rahmen der Fragestunde umfassend für Klarheit sorgen. Und jetzt folgt die abschließende Frage nochmal. Welche Steuereinnahmen erwartet die Landesregierung für Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2014 bis 2018? Ja, das ist aber jetzt eine völlig andere Sache. Also jetzt sehe ich das völlig anders. Gut, dann sage ich dazu drei Dinge. Erstens, grundsätzlich würde ich mich so einer Anfrage nie versperren, weil wir könnten auch mal eine haben. Wieso? Ich war doch dran. Nee, Kai. Du hast mich drangenommen und ich habe gesagt, lies erst mal vor. Erstens würde ich grundsätzlich zustimmen, weil wir könnten auch mal so eine Anfrage haben. Zweitens, du hast gerade gesagt, wurde um 11 Uhr eingereicht. Dringliche Anfragen müssen bis zum letzten Werktag vor der Ausschusssitzung um 9 Uhr eingereicht sein. Schade, zu spät. Formaler Fehler. Und letztens, eine dringliche Anfrage sollte ein offensichtlich dringendes öffentliches Interesse aus dem Geschäftsbereich des Ausschusses haben. Also ich sehe nicht, warum das offensichtlich dringend öffentliches Interesse hervorruft, diese Frage. Ich habe eher das Gefühl, der Finanzminister hat gesagt, ihr kriegt die Zahlen sind nicht gekommen und jetzt möchte jemand im Plenum dem Finanzminister so richtig ins Gesicht treten. Ich persönlich würde das ablehnen, weil das ist nicht der richtige Weg. Der Tritt gehört in den Haushalts- und Finanzausschuss. Aber da war er ja. Gut, dann Kai, dann Frank, dann verlese ich gerne nochmal den Paragraphen 94 Absatz 5. Vielleicht möchte Michelle den zwischendurch nochmal nachgucken, weil auf den wird sich bezogen. Das hatte ich auch zu Anfang gesagt. Somit liegt deine satzungstechnische Formalfu-Nummer etwas daneben. Also ich kann nur sagen, wie ich das sehe. Ich sehe jetzt, dass die CDU zweimal ganz regulär versucht hat, an die Zahlen zu kommen. Zweimal hat man denen ins Gesicht geschlagen dabei. Und deswegen gibt es da keine Möglichkeit für uns, da Nein zu sagen, sondern ganz klar sind wir dabei. Also das ist deren Recht, das zu bekommen. Sie bekommen das nicht und dann stellen wir uns natürlich dahinter, selbstverständlich. Dürfen wir dann zur Abstimmung schreiten? Sehe ich Widerspruch? Frank noch? Nur weil ich mich gemeldet hatte, und du hast ja schon angekündigt, aber du hast es gerade gesagt, bis 11 Uhr am Vortag ist die Frist der dringlichen Anfrage innerhalb einer Fragestunde, weil darum geht es hier und nicht um eine separate dringliche Frage. Insofern abstimmen und... Also stimmen wir dem zu. Ich bitte um euer Votum diesbezüglich. Ja? Gibt es Nein-Stimmen? Gibt es Enthaltungen? Hiermit würde ich sagen, stimmen wir der dringlichen Anfrage zu. Danebot, könntest du eventuell kurz übernehmen? Ja. Aber es ist jetzt ein bisschen schlecht, weil ich eigentlich jetzt meinen Punkt... Genau deswegen, ja. Ach so, okay. Kehren wir nun zurück zur Tagesordnung. Okay. Die CDU hat einen Antrag eingereicht zur Förderung der niederdeutschen Sprachpflege, also Plattdeutsch. Und ich möchte gerne diesem Antrag beitreten. Dankeschön. Es geht darum, dass die... Warte, zeig nochmal die Headline, oder? Position 6, 506. Ich habe die Frage auch nicht so ganz verstanden. Was? Zeile. Das ist Zeile 506. Okay, Zeile 506 im Pad. Es gibt eine Charta der regionalen Minderheitensprachen des Europarates, die hat Deutschland ratifiziert. Da gibt es drei sozusagen große Kapitel.
Nordrhein-Westfalen hat zwei davon ratifiziert, das dritte noch nicht. Die Lage für Plattdeutsch in Deutschland ist unterschiedlich, was das betrifft. Also die einzelnen Bundesländer sind da unterschiedlich weit in der Umsetzung. In Schleswig-Holstein wurden gerade wieder weitere über 20 Grundschulen mit entsprechenden Stellen versorgt, wo Plattdeutsch in der Grundschule auch angeboten wird. In Nordrhein-Westfalen ist das bisher noch nicht so wirklich umgesetzt mit dem Plattdeutschen in der Schule. Das gibt Arbeitsgemeinschaften zum Teil, die das machen, wo dann Menschen, die keine Lehrer sind, aber plattdeutschsprachig, dann mit den Schülern Plattdeutsch-Arbeitsgemeinschaften im Prinzip machen. Die CDU schlägt jetzt vor, eine Koordinierungsstelle für Niederdeutsch einzurichten, die dann eben das fördern soll und das im Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Münster in der Kommission für Mundart- und Namensforschung Westfalens anzusiedeln. Und die soll zunächst mal für 3 Jahre eine Fachstelle eingerichtet werden und dann soll überprüft werden, ob die Fortführung dieser Stelle dann sinnvoll ist. Ja, und ich würde diesem Antrag gerne zustimmen. Ich habe mit Monika gesprochen. Ja, zustimmen und beitreten auch. Also ich möchte gerne, dass Piraten mit drunter stehen, ja. Und deshalb habe ich mit Monika auch gesprochen, leider etwas zu spät, gestern noch. Und Monika möchte jetzt dazu was sagen. Bitte. Ja, genau, leider zu spät. Aber haben wir darüber geredet, wenn ich da von vornherein mit einbezogen werde. Ich werde diesem Antrag auf gar keinen Fall zustimmen. Ich werde mich maximal dazu enthalten. Das Geld kommt aus dem Schuletat. Das Geld geht an den Landschaftsverband, soll in den Schulen und offen Ganztagsschulen vergeben werden. Wenn der Landschaftsverband eine Stelle einrichten will, soll er das bitte gerne tun. Die haben genug Geld. Es gibt im Ministerium bis zu 10 Stellen für schulübergreifende kulturelle Projekte. Ich sage euch 15, die wichtiger sind für mich als die Traditionspflege von Niederdeutsch. Und wie gesagt, es ist ein nice to have, hätten wir genug Geld, gerne, aber wir kämpfen hier um jeden Cent für, ich weiß nicht was, ich würde Projekte gerne gegen rechts, für Integration, es gibt so viele Dinge zu tun und ich weiß nicht, ob uns das als, was wir als Piraten da gewinnen können, wenn wir hergehen und sagen, wir wollen Tradition bewahren und ich finde Sprache ist etwas, was lebt, was sich bewegt, wir fordern an einer Stelle Programmiersprache als Fremdsprache in Schulen einzurichten. Und aus meiner schulpolitischen Sicht ist das für mich, ist das einfach nicht stimmig. Und also ich werde mich, wenn ihr euch entscheidet, dazu zu stimmen oder sogar mit drauf zu gehen, ich werde mich allerhöchstens enthalten an dieser Stelle. Okay, dann Toso. Einfache Rückfrage, um wie viel Geld geht es überhaupt? Knapp 100.000 kannst du sagen, eine Stelle. Falls es ums Protokoll geht, es geht um knapp 100.000, wenn ich das richtig verstanden habe. Euro, natürlich. Und nicht schwedische Kronen. Danebot. Ja, also es geht nicht um Traditionspflege. Sprache ist somit der wichtigste Teil menschlicher Kultur. Und Plattdeutsch ist eben von denen, bei denen, die es noch sprechen, eine lebende Sprache. Also ich bringe mal ein Beispiel. Wenn es neue technische Entwicklungen gibt, dann kann man Wörter aus anderen Sprachen nehmen, übersetzen, Lehnen übersetzen oder als Fremdwort einführen. Oder man kann sich einen eigenen Begriff ausdenken. Staubsauger ist ein Beispiel im Plattdeutschen, der heißt Huhlbessen und nicht Stöfslucker oder sowas. Der heißt also heulender Besen, Heulbesen. Ja? Und es gibt Plattdeutsch für Linux, es gibt ein Plattdeutsch für Wikipedia. Das ist eine lebende Sprache, das geht nicht um Traditionspflege dabei. Dass es viele andere Punkte gibt, wo man auch diese Stellen einsetzen könnte, ist richtig. Und bestimmt mehr als die zehn, die da jetzt freigegeben sind, ganz sicher, gar keine Frage. Nur konkret liegen mir im Moment keine Vorschläge vor, also auch gar nicht für diese Plenarrunde. Und ich wüsste jetzt nicht, warum man das eine machen soll und das andere lassen soll. Ich würde dann tatsächlich dass wir die Forderung stellen, einfach für alles, was nötig ist und was man braucht, die Stellen zu schaffen. Also einfach mehr als diese 10 Stellen. Wäre mein Lösungsansatz dann. Okay, dann habe ich als nächstes Frank, dann Olli. Ich möchte euch nur wieder einmal an die Zeit erinnern. Okay, gerade zu dem letzten Punkt. Ich meine, wir kommen jetzt erstmal in die Haushaltsberatung. Da kann man das ja dann vielleicht irgendwie berücksichtigen. Also was ich hier einen Knackpunkt finde, deine Argumentation kann ich voll nachvollziehen, würde ich auch unterstützen von der Sache her. Der Punkt ist nur, so wie ich das
Montes Ausführungen gerade verstanden habe, ich habe den Antrag gerade nicht vorliegen, soll jetzt aus dem Landesetat Geld umgeschichtet werden zum Landschaftsverband. Die Landschaftsverbände haben haben einen Haushalt in Milliardenhöhe. Wenn es hier um 100.000 Euro geht, dann würde ich doch wirklich dringend sagen, da muss der Landschaftsverband doch mal intern irgendwie gucken, dass er das irgendwie stemmen kann und nicht jetzt noch mal zusätzlich hier aus dem Landestopf Geld genommen wird. Also das würde mir jetzt als erste schlüssige Lösung einfallen. Vielleicht kann einer unserer zukünftigen Vertreter darauf mal hinwirken. Aber ansonsten würde ich auch vorschlagen, dass dem hier gerade nicht beizuspringen, diesem Antrag. Leider muss ich an dieser Stelle die Sitzung noch einmal unterbrechen. Ich bitte euch, eure Gedanken festzuhalten, denn wir haben eine weitere dringliche Anfrage, die zweite, über die wir eben entscheiden müssen. Es handelt sich um eine dringliche Anfrage der FDP-Landtagsfraktion, eingegangen um 10.51 Uhr, also innerhalb der geradehin schon genannten vorgesehenen Frist. Sie ist deutlich kürzer und klarer formuliert, deswegen sage ich ganz einfach die große Frage: Wie bewertet die Landesregierung das Urteil des Verfassungsgerichtshofes des Landes zur Beamtenbesoldung? In diesem Fall von der FDP. Und von daher möchte ich euch oder ganz gerne um euer Votum wissen, ob wir dieser dringlichen Anfrage zustimmen. Ich schreite zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass wir dieser dringlichen Anfrage zustimmen? Wer ist dagegen? Sehe ich Enthaltung? Das ist nicht der Fall, dann stimmen wir dieser dringlichen Anfrage auch zu. Vielen Dank. Kommen wir nun zurück zu dem Top ob Platt und der Oliver ist dran. Ja, ich würde dem Antrag sogar zustimmen, aber wenn wir hier nicht so ganz einig sind mit dem Zustimmen, würde ich empfehlen, da eigentlich keinen eigenen Antrag in Anführungsstrichen draus zu machen. Aber du hast im Grunde die Lösung doch schon eben erwähnt. Du hast gesagt, ja, dann müssen wir halt das ein bisschen anders, dann müssen wir halt hier ein bisschen was anderes noch fordern. Und dann riecht das für mich nach einem klassischen Entschließungsantrag, den wir da machen sollten. Und wir haben ja bis Freitag Zeit, das sollte eigentlich funktionieren. Also ich würde hier für einen Entschließungsantrag plädieren. Dann kann man dem Entschließungsantrag zustimmen, dem Originalantrag kann man dann zustimmen, wenn man möchte und wenn man nicht möchte, nicht. Das wäre meine Empfehlung an der Stelle. Dann hätte ich den Joachim als Nächsten. Oh, entschuldige, Moni, ich habe dich nicht gesehen. Hast du den Kai drauf? Ja. Den Kai bitte auch. Hab ich drauf. Moni. Ja, ich will das nochmal ganz deutlich sagen. Also wir können hier schlecht, glaube ich, ne, einen Antrag stellen, was der Landschaftsverband tun soll. Das ist ein Gremium, wo wir hier keinen Einfluss drauf haben. Und ich bin natürlich dafür. Man muss sich nur klar machen, was das ist. Das ist ein Antrag der CDU, wo man bestimmte Bevölkerungsgruppen hier pusht und nach vorne bringt und sagt, hey, klasse, es geht um sehr wenig Geld, aber wenn wir damit draufgehen sogar, dann stellen wir uns dahin und sagen, das ist für uns in der Bildungspolitik ein wichtiges Thema. Leute, wir machen hier Open Education Resources und ich kriege so ein bisschen jetzt hier so Schnappatmung, muss ich gestehen. Ja? Und dann geht es so, da geht es um Schulen, offene Ganztagsschulen sollen da einbezogen werden. Der Landschaftsverband hat mit offenen Ganztagsschulen überhaupt gar nichts zu tun. Offene Ganztagsschulen kommen von der AWO, von der Caritas, von Trägern. Da hat auch das Schulministerium nichts mit zu tun. Das kommt aus dem Mais-Ministerium. Ey, Entschuldigung. Verzeihung, ich muss parallel gerade versuchen, mit dem Präsidium Kontakt aufzunehmen. Dann hätte ich jetzt als Nächsten den Joachim auf der Liste. Alles, was Danebot gesagt hat, inhaltlich richtige Argumente, aber ich möchte auch der Moni beipflichten. Ich werde mich auch maximal enthalten. Das ist ein populistischer Antrag, der sollte eigentlich irgendwie von Leuten aus dem Kulturausschuss aus der Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe gestellt werden und nicht im Landtag. Die wollen das einfach auf eine Ebene höher machen. Für mich ist das Populismus. Danke. Dann habe ich den Kai als Nächsten auf der Liste. Ja, ich bin da für eine sehr pragmatische Lösung eigentlich. Wir haben
Kompetenzen verteilt, Ressorts verteilt. Das hier liegt ganz klar im Bereich Bildung. Und ich frage mich, warum wir jetzt das hier so groß diskutieren, wenn der Bereich Bildung da sehr klar seine Meinung zu artikuliert hat. Dann habe ich den Danebot, aber der Olaf, also wenn er davor, ich weiß nicht, wenn du es zulässt. Dann Olaf. Ja, es ist meiner Meinung nach auch ganz klar eine Prioritätensache. Ich würde mich dem Antrag, wenn er das Geld nicht umschichten würde aus dem Schuletat, könnte ich mich sogar noch enthalten. Darauf hin, dass er das Geld aus dem Schuletat abhebt, er muss sich dem Antrag sogar Nein sagen. Also es gibt Wichtigeres mit dem Geld zu tun, gerade im Schuletat, als jetzt niederdeutsche Sprache zu pflegen. Vor allem, also da komme ich auch, nee, das passt überhaupt nicht in die Prioritäten, finde ich, die wir hier setzen sollten und zeigen sollten. Von daher habe ich fast ähnliche Probleme jetzt auch fast zu argumentieren wie Moni, weil ich es mehr als skurril fände, sich dem Antrag anzuschließen. Also skurril ist da sehr wahrscheinlich wirklich noch das freundlichste Wort, was mir gerade einfällt in der Richtung. Danebot. Ja, es geht also um Bildung und es geht auch um Kultur. Es geht darum, eine Koordinierungsstelle einzurichten. Ich weiß nicht, was dagegen spricht, eine Koordinierungsstelle einzurichten, wenn es tatsächlich darum geht, offene Ganztagsschulen und andere Schulen da miteinander zu vernetzen. Genau dafür sind diese Koordinierungsstellen ja gedacht. Das Argument kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Aber die, hallo Daniel. Also wir haben ein Positionspapier zu dem Punkt auch verabschiedet auf dem programmatischen Parteitag vor der Landtagswahl. Und das ist jetzt hier so die erste Gelegenheit, wo wir das auch versuchen können, zumindest zum Teil mit umzusetzen und einzubringen. Wir diskutieren im Moment auch zwei Punkte. Wir diskutieren, ob wir diesem Antrag beitreten wollen. Und ein zweiter Punkt ist halt, ob man dem dann zustimmt oder nicht. Unabhängig davon, wenn man dem beitreten will, würde man natürlich auch zustimmen. Wenn man nicht beitritt, kann man immer noch zustimmen. Das geht auch so ein bisschen durcheinander, aber okay. Toso, bitte. Ja, ich würde als Lösung einfach vorschlagen, dass wir dem Antrag nicht beitreten, dass wir uns jetzt bei dem Antrag entweder enthalten oder dagegen stimmen. Kann aber jeder machen, wer will. Genau, das ist schon richtig. Danke. Dass Danebot, wenn du dazu sprichst, aber sehr klar machst, wie unsere Meinung dazu ist. Nämlich, dass wir das sehr, sehr stark befürworten, dass entsprechend Kultur und so weiter des Niederdeutschen gefördert, der niederdeutschen Sprache gefördert wird. Aber nicht, indem wir Gelder aus dem allgemeinen Landeshaushalt zum Landschaftsverband Westfalen-Lippe umbügeln. Genau dafür ist der LWL und die anderen Landschaftsverbände da, das zu tun. Und dafür kriegen sie ihre Zuweisung. Dass jetzt hier wirklich, ich sag mal, diese für einen Landeshaushalt relativ geringe Summe zu nehmen, das ist wirklich Kackscheiß. Das ist einfach. Also, dass wir dem Antrag nicht beitreten und dass du sehr, sehr deutlich machst, dass wir selbstverständlich der Niederdeutschen, dass das Geld vom LWL oder LVR kommen muss. Ja, dann gehe ich da raus. Machen wir das eben kurz. Wie sieht das wie Toso? Also ich sehe es ausnahmsweise wie ich. Ich sehe das auch wie Toso. So mit. Aber dann lehnen wir den Antrag ab, ne? Ich werde das nicht tun. Aber das ist ja frei für jeden. Das wäre ja die logische Konsequenz, ne? Okay. Moment. Unter diesen Bedingungen ziehe ich meinen Antrag jetzt erstmal zurück, dass wir diesem Antrag beitreten. Dann brauchen wir da nicht mehr weiter drüber reden. Gut, dann hat sich das soweit erledigt. Und das Abstimmungsverhalten in der Hinsicht wird dann nach freiem Gewissen sein. Frage ich jetzt mal so in die Runde. Wie immer. Steht wie immer jedem frei. Okay. Dann können wir jetzt eben schnell schauen, die Lücken zu schließen. Die erste Lücke, die mir auffiel, ist in Zeile 36.3. Da gibt es den Dirk als Redner, noch keine Abstimmungsempfehlung und einen wunderschönen, wie ich finde, Kommentar von Michel, der jetzt leider gerade nicht im Raum ist. Dirk, Einwände? Salafismus konsequent. Was? Ich
habe dich akustisch leider nicht verstanden. Machst du mal das Mikro an, wenn du sprichst? Ich muss noch mal reinschauen. Ich kann es jetzt noch nicht genau sagen, wie ich dir empfehle. Ich muss noch mal darüber nachdenken. Ja, Toso. Dirk, wann ist das? Du sagst, kommt rechtzeitig. Wann gleich. Also heute noch. Okay. Du schreibst uns dann auch die Abstimmungsempfehlung da rein. Ich meine, Michelle hat das in der Stellungnahme so ein ganz klein wenig ja vorgezogen. Ich meine, für den Stream übrigens noch, der Top heißt Salafismus konsequent mit den Mitteln des Rechtsstaats bekämpfen. Kann man eigentlich nur gegen sein, ne? Verfassungsschutz und so. Diese Schmerzen. Wir bekämpfen mal alles mit dem Verfassungsschutz, das hilft. Gut, ich notiere mir, dass ich dann gleich bei Dirk aufschlagen werde. Dann habe ich gesehen, dass wir Top 14 eine Lücke, obwohl, nein, stopp, ich muss korrigieren, Top 4, genau. Zum Glück ist Daniel auch da. Daniel, das ist in Zeile 52, es geht um den Beitrag zu Vielfalt und Qualität im Journalismus. Kurzer Zwischenstand von dir. Ich glaube, du hast mehrere Mails in der Hinsicht bekommen. Oder Lukas, hast du Infos? Daniel, erstmal schön, dass du da bist. Hast du es geschafft, heute gerade mit Katrin zu reden oder so? Weil sonst könnte ich nämlich... Super, okay, dann kann ich nämlich übernehmen. Alles klar, dann kann ich übernehmen. Und zwar geht es halt nicht nur um diesen Beitrag Vielfalt, tralala, sondern grundsätzlich um das Gesetz. Und die Rede dazu, und ihr habt, glaube ich, letzte Woche auch schon eine ganze Reihe von unseren Änderungsanträgen alle bekommen. Allerdings befinden wir uns gerade in einer strategischen Absprache bzw. ja, Abwartposition, denn wir warten eigentlich auf ein Zeichen von Rot und Grün. Eigentlich sollte das bis jetzt schon eingetroffen sein, sodass es uns dann möglich gewesen wäre, zu wissen, ob wir gemeinsame Änderungsanträge machen, ob wir uns irgendwo anschließen oder halt eben die ausgearbeiteten Punkte dann eben als eigene Anträge einbringen. Da wir aber bis zum jetzigen Zeitpunkt aber noch keine Nachricht von Rot-Grün haben, würde ich die Versammlung darum bitten, dass ja Daniel und ich quasi ein Votum bekommen, halt ja, nach eigenem Ermessen zu handeln, wie wir diese euch bekannten Punkte dann halt verwenden, ob als eigene Anträge oder Entschließungsanträge mit den anderen. Das wäre wichtig, weil momentan haben wir eben keinen abstimmfähigen Änderungsantrag oder sonst irgendetwas, was wir jetzt hier abstimmen könnten. Deswegen halt eben würde ich mich darüber freuen, wenn wir hier so ein Votum machen könnten, das uns die Freiheiten gibt, halt quasi frei zu handeln. Das wäre wichtig, dann könnten wir nämlich damit arbeiten. Gibt es da Fragen zu? Daniel, vielleicht kann ich noch ergänzen, wie der letzte Stand war der Diskussion, damit ihr wisst, auf was wir eigentlich warten oder so. Wir haben sowohl mit der SPD gesprochen über unsere Änderungsanträge und haben die Punkte eigentlich, die Bestandteil unseres Änderungsantrags sind, da vorgestellt, haben bei mehreren Punkten gehört, ja, das ginge in deren Vorstellung auch in deren Richtung, und bei ein, zwei anderen Punkten heißt es, ja, das wird es von uns nicht geben. Was jetzt darüber hinaus seitens der SPD noch kommt, das wissen wir halt nicht so genau. Also der Punkt zum Beispiel, dass Netzneutralität Bestandteil dieses Gesetzes werden wird, irgendwie, das steht schon fest, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt, da sind eigentlich alle Fraktionen dafür. Und auch, dass sich das ZDF-Urteil der Staatsferne dieses Gremiums, dass sich das niederschlagen wird im Gesetz, das steht auch bereits fest. Toso? Ich habe eine fachliche Rückfrage. Und zwar steht hier Gemeinnützigkeit von Journalismus anerkennt. Da geht es ja ausnahmsweise mal wieder um das, was in unserer Gesellschaft am wichtigsten ist, das Geld. Wie ist der Stand der Dinge da? Sollen Verlage dann quasi gemeinnützig, als gemeinnützig gelten, sobald sie Journalismus betreiben? Ich meine, ihr kennt den Antrag jetzt besser als ich. Oder bezieht sich das auf einzelne Journalisten? Und noch eine Frage, geht das Ding in den Ausschuss oder ist das eine direkte Abstimmung? Das sind
Genau, die werden zusammen debattiert, aber ob der Journalismusantrag direkt abgestimmt wird, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Er könnte das gegebenenfalls, ich mache mehrere Sachen gleichzeitig im Moment gerade, weil ich gerade reingekommen bin, das müsste jemand gegebenenfalls nachgucken. Aber es wird nur zusammen debattiert, die Abstimmungen sind sowieso separat. Wenn du eben ans Mikro möchtest, würde ich dich glatt vorlassen, weil es geht vor allen Dingen darum, dass wir sozusagen jetzt hier mal zu Potte kommen. Ja, ich habe Tosos Frage leider nur, also von Tosos Frage leider nur den ersten Halbsatz gehört. Wenn du das nochmal kurz zusammenfassen kannst, kann ich darauf eingehen. Ja, mir ging es da um die geltliche Frage. In dem Antrag wird ja, genau. Es gibt ja noch einen Antrag der FDP, Beitrag zur Vielfalt und Qualität im Journalismus leisten, Gemeinnützigkeit von Journalismus anerkennen. Spiegelt sich das, diese geltlichen Vorteile, die da ja die Gemeinnützigkeit mit sich bringen würde, geht das auf eine Organisationsform, geht das auf die Verlage, geht das an den einzelnen Journalisten? Wie ist das da gedacht? Ich meine, die Verlage haben sich jetzt schon fleißig aus der Mindestlohndebatte für ihre Zeitungszusteller rausgezogen. Das ist schon eine Nummer, die ich schon zum Kotzen finde. An der Stelle jetzt weiter, ich meine, Selbstbedienungsladen, super. So, also erstmal zur Klarstellung, der Antrag von der FDP ist tatsächlich zur Überweisung in den Ausschuss. Das heißt, wir müssen uns da im Moment noch nicht endgültig positionieren. Aber tatsächlich der Inhalt des Antrages, sorry Leute, ich muss, der Inhalt des Antrags ist so, dass die Landesregierung aufgefordert wird, zunächst mal zu prüfen, ob es eine Gemeinnützigkeit geben kann. Die Gemeinnützigkeit ist daran ja festgemacht, ob die gewinnorientiert arbeiten oder ob die nicht gewinnorientiert arbeiten. So, und jetzt sage ich was relativ Böses. Die Tatsache, dass viele Zeitungsverlage heute keinen Gewinn mehr machen, heißt nicht, dass sie den nicht machen wollen. So, das heißt, daran wird sich das am Ende festmachen. Ich habe deswegen gesagt, wir müssen uns im Moment noch nicht positionieren. Der Ausschussüberweisung kann man zustimmen. Ob man tatsächlich am Ende zu dem Ergebnis kommt, dass Zeitungsverlage oder insgesamt Medien diese Anforderungen der Gemeinnützigkeit erfüllen, das lasse ich mal dahingestellt. Ich habe da erhebliche Zweifel dran. Okay, Moni noch, aber es geht ja im Grunde nur darum, dass wir hier eine Abstimmungsempfehlung hinschreiben. Genau, ne? Also ich wollte jetzt eigentlich auch nur anbieten, ich gehe das jetzt einfach weiter durch, weil Grampi nicht da ist, dass wir vorankommen hier, wenn euch das recht ist. Ja, also wir brauchen noch den Beschluss, dass Daniel und Lukas gemeinsam heute Nachmittag entscheiden können, wie wir mit dem Antrag verfahren. Können wir... Ja. Ja. Wer kann dem zustimmen? Ich glaube, das ist einstimmig. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Nico enthält sich. Okay. Wir gehen die Punkte jetzt irgendwie ganz flott durch. Und wo alles klar ist, brauchen wir auch gar nicht weiter drüber reden. Die lese ich jetzt auch gar nicht vor. 5 scheint okay. 6 fehlt. Bestattungsgesetz, fehlt eine Abstimmungsempfehlung, Olaf? Ist da etwas komplizierter? Ist in dem Satz darunter, also wenn es doch dazu kommen sollte, dass der Änderungsantrag von der SPD und den Grünen nicht angenommen wird, würde ich sagen, dagegen. Wird der angenommen, kann man sich enthalten. Da ich da jetzt davon ausgehe, dass der Änderungsantrag von Rot-Grün angenommen wird, stimmt die Zeile darunter Enthaltung für das komplette Gesetz okay, hinterher. Und es gibt auch noch Änderungsanträge von der CDU, aber die machen jetzt an dem Gesetz wieder nichts, weil die werden alle wieder nicht durchkommen. Das wissen wir auch. Da gibt es mehrere. Es gibt, die werden unterschiedlich. Das ist aber dann eigentlich auch nur Nuancensache. Da geht es eigentlich um Kleinkram in den ganzen Anträgen. Ja, aber dennoch brauchen wir dann Abstimmungsempfehlungen auch für die Änderungsanträge. Die kommen noch. Ja, ja. Trägst du das bitte auch hier dann ins Pad? Ja. Schreite ich ein. Alles klar, danke. Ja. Sind wir bei 7? Da steht dafür oder Enthaltung. Welches von beiden denn? Also bitte, ne, macht der Nadja das Leben nicht so furchtbar schwer. Oder du? Ja. Ja, vielen Dank.
Also, Nicole, hast du da irgendwie so eine Deadline, wo du sagst, bis dahin brauche ich das? Weil ich meine, das muss ja auch noch heute irgendwie an die Landtagsverwaltung mit der Rednerliste. Ja. Ja, aber ich sag mal, die Rednerlisten gehen ja auch schon sehr viel früher ans Plenum. Also da müsste das Pad dann dementsprechend auch. Ja. Okay, machen wir weiter. Dann haben wir Punkt 8 ist okay. Punkt 9, Eilantrag ist okay. Fragestunde haben wir nichts mit zu tun. 11, unser Antrag ist okay. 12, transparente Veräußerung von Grundstücken sicherstellen, ist alles da. 13 ist auch alles da, 14 scheint okay. An dieser Stelle auch nochmal, da ist keine Stellungnahme, hatte ich letztes Mal schon gesagt, auch wenn es nervt, ich würde mich freuen, wenn da wenigstens ein Satz steht, dass ich weiß, worum es da überhaupt geht. Bitte? Auch. Überweisung haben wir es gesagt, machen wir es nicht. Doch, warum nicht? Einfach damit man weiß, worum es geht. Ja. So ein Satz. Nico? Ich sag mal so, also Harald kann da sicherlich noch die Befindlichkeiten der Referenten noch mal genauer ausführen. Ich hatte im Moment genug damit zu tun, die Referenten dazu anzuhalten, bei den direkten Abstimmungen das eine Abstimmungsempfehlung anzugeben, weil bei Überweisungen stimmen wir ja generell zu und ich hatte angeregt, so weil ich das so sehe wie du, das auch dazu zu tun, aber die Arbeitsbelastung unserer Referenten ist alles ein bisschen schwierig, ich möchte das nicht weiter ausführen. Ja, vielleicht kommen wir dazu, dass wir das weiter ausbauen. Ich drücke mal die Daumen. Okay, alles klar. Wo waren wir bei welcher? Wir waren bei 15, ne? Kommen wir, 16 ist okay, 17 haben wir alles, 18 ist auch alles da, 19 ist okay, 20 alles da, 21 ist ohne Debatte, dann geht alles weiter ohne Debatte bis Donnerstag. Dann haben wir die Aktuelle Stunde, ist auch geregelt, unser Antrag dazu. Dann haben wir Punkt 2 ist okay. Nee. Punkt 2 ist nicht okay. Nee, die Abstimmungsempfehlung steht. Sorry. Aber da steht folgt. Also. Ja. Dietmar ist jetzt auch nicht da. Grampi, schreibst du dir auf, bitte Punkt Donnerstag Punkt 2. Die Abstimmungsempfehlung fehlt. Dietmar ist nicht da. Dass du da nochmal nachguckst und nachfragst. Gut, 3 scheint komplett, 4 ist okay, 5, 5 sind mehrere. Ja, ne? Willst du da noch was zu sagen oder ist das so okay? Nö, muss nichts zu sagen. Es wird erstmal überwiesen sowieso. Alles klar. Dann 7 ist okay, 8. 8 steht nur Linus, Abstimmungsempfehlung Daniel Schwert. Buch. In der Zeile verrutscht. Daniel, kannst du da was zu sagen? Okay. Okay. Also die Abstimmungsempfehlung. Okay, müssen wir dann im Auge behalten. Das 9 ist warte unser kurz. Eigener. Warte kurz. Ja, warte. Ja, aber dann ist ja die Abstimmungsempfehlung zumindest auch klar. 9 ist unser eigener Antrag. Ich denke, da sind wir dafür, auch wenn da keine Abstimmungsempfehlung steht. 10, ja.
Es liegt seit ungefähr knapp 2 Stunden ein Änderungsantrag vor. SPD und Grüne möchten da nämlich gerne mitmachen. Den habe ich auch just rumgemailt, den habt ihr seit 10 Minuten vorliegen. Ja, es geht nicht anders. Ich habe ihn auch gerade erst bekommen. Kurz gesagt, es gibt 2 Punkte, die Sie da geändert haben wollen im Wesentlichen. Erstens, Sie wollen nicht diese End-to-End-Verschlüsselung von dem Bürger, sage ich mal, bis zu mehr oder weniger jedem einzelnen Sachbearbeiter, sondern Sie wollen sich darauf festlegen, dass das heißt, vom Bürger bis in die Behörde soll eine End-to-End-Verschlüsselung sein. Zweitens, Sie wollen sich da quasi nicht auf PGP festlegen, sondern Sie wollen das als Prüfauftrag machen. Also wir haben ursprünglich ja geschrieben, die Landesregierung soll bis dann und dann, also nicht bis dann und dann, aber soll diese Möglichkeit der verschlüsselten Kommunikation einführen. Und jetzt wird es also heißen, gemäß diesem Anlass, die soll prüfen, dass sie diesen einführt. Das Dritte ist, dann haben Sie natürlich noch so ein bisschen Lobhudelei, die Sie da reinschreiben wollen, dass die Landesregierung ja schon ganz toll in der Drucksache XY gemacht hat. Meinetwegen, wenn Sie das gerne haben wollen. Also sind eigentlich so die 3 zentralen Änderungen, die da drin sind. Könnt ihr euch gerne angucken. Ich finde, das kann man machen. Ich hätte natürlich gerne PGP da drin gesehen als empfehlenswert oder so, aber da wollen Sie sich halt anscheinend nicht drauf festlegen. Das birgt natürlich die Gefahr, dass die Landesregierung nach der Prüfung mit irgendwas ganz Abstrusem rauskommt. Gut, das, dem müssen wir uns dann im Zweifel wiederum entgegenstellen, wenn es soweit ist. Aber ich fände es schön, hier einen gemeinsamen Antrag zu haben, weil es dann halt einfach mal wieder so ein Piratenwirken-Ding ist. Also deswegen würde ich euch fragen, ob wir diesem Änderungsantrag beitreten und dem zustimmen wollen. Ja, macht das ruhig. Also es ist nicht allzu viel, das kriegt man auch noch in 2-3 Minuten gelesen. Okay, gibt es dazu Anmerkungen? Du möchtest das ja eben noch lesen, Frank. Habe ich das richtig verstanden? Hatte ich den Eindruck, ja. Sollen wir das dann jetzt noch einen Moment zurückstellen? Können wir machen, bis vielleicht ans Ende einfach der... Krampel, möchtest du weitermachen oder soll ich weitermachen? Da ich gerade... Vielen Dank, dass du das übernommen hast, Moni, zeitlich, weil irgendwie gibt es heute sehr viele Durcheinanderüberschneidungen. Ja. Da wäre ich dir sehr dankbar für. Okay, dann sind wir bei Punkt 9. Das hatten wir gerade 10. Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes. Unser Redner Dirk. Ich muss wieder ausmachen. Keine Abstimmungsempfehlung, keine Stellungnahme. Ich weiß auch nicht, warum ich da stehe. Das ist eigentlich Dietmar, Justizgesetz, Landesbeamtengesetz. Also normalerweise wäre das ja Dietmar. Ist mir auch neu, dass ich da stehe. Aber das wird dann eine Überweisung sein. Von daher Zustimmung zur Überweisung. Kann ich dir auch nicht sagen, warum du da stehst, du stehst da halt. Würdest du das bitte freundlicherweise mit dem Dietmar abklären? Gut, 11 ist alles klar, 12 habe ich keinen Redner. Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. Scheint irgendwie sowas Kommunales zu sein, wenn ich das richtig interpretiere. Frank, also, kannst du was dazu sagen? Du musst mir das nicht erklären. Wenn du mir jetzt erklärst, du klärst das mit Toso, bin ich vollkommen zufrieden. Ja? Alles klar. Klärst du das bitte? Gut. 13, Gesetz zur finanziellen Beteiligung an den Schulkosten für die Ausbildung von Altenpflege und Altenpflegern. Da haben wir weder einen Referent noch einen Redner noch sonst irgendwas. Das ist Mais, ne? Kannst du das eben ausfüllen oder was dazu sagen, dass es irgendjemand anders jetzt einträgt? Überweisung zum Ausschuss ist ein Gesetz. Ich sag mal so, ich werde nur auf einen Punkt, wenn jetzt Zusammenfassung gewünscht ist, klar, kann ich machen, aber ich glaube nicht. Nein, ich will nur wissen, dass du sagst, ich rede da sehr gerne. Ja genau, ich rede dazu sehr, sehr gerne sogar. Schön. Dann bin ich gut zufrieden. So, 14 ist okay, dann kommen wir... zu Freitag. Aktuelle Stunde ist redet Kai. Dann haben wir Birgit mit einer Zustimmung. Das ist ja der Antrag, wo wir mit drauf gehen. Dann haben wir 3. Alles okay. 4 ist eine Überweisung. Haben wir einen Redner. Alles wunderbar. 5 ist auch okay. Ja, 6 ist das halt mit dieser niederdeutschen Sprachpflege. Da kann man als Empfehlung einfach nur hinschreiben, jeder stimmt so ab, wie er möchte. Keine Ahnung. Ja, was wollen wir machen? Also
Ich habe nicht gesehen, was? Ich würde einfach an der Stelle, einfach auch um jeden mitzunehmen, ich würde mich einfach definitiv dazu enthalten, weil das irgendwie... Also lehnst du das ab oder lehnst du das ab? Ich persönlich lehne das ab. Also aber wenn wir ein gemeinsames Statement hier finden wollen, dann... Das Statement ist dafür oder dagegen. Das sehe ich genauso. Gut. GONW, soll ich da noch was zu sagen? Was? Du hattest eben GONW vorgelesen. Moment, eben, was? Weg. Keine Ahnung. Dann kommen wir zu Punkt 7, ist okay. 8 ist okay, 9 ist okay und damit sind wir dann am Ende. Was war mit GONW und sowas? Das war, was du mit Frank klären solltest, ist das Gemeindeordnung. Ne? Redest du dazu? Bitte. Danke, Moni. Es geht hier um eine Änderung der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und um in dem Top davor oder danach, danach eigentlich, es müssten 12.13 sein am Donnerstag, wenn ich richtig orientiert bin. Das sind eigentlich Einbringungen der Landesregierung. Deshalb habe ich nicht ganz verstanden, warum das hier jetzt als Block 1 drin steht. Ich habe mich mit den Fachpolitikern der anderen Fraktionen unterhalten. Wir sehen das alles als Einbringung. Das Ganze wird noch sehr große Anhörungen nach sich ziehen. Und an der Stelle sehe ich eben sowohl bei 11, das ist Zeile 399, wie auch bei 12 ab Zeile 409, überhaupt keine Redebeiträge im Plenum von den Fraktionen. Na, das müsste Grumpy aus der PG-Runde heute Nachmittag auch nochmal mitbringen. Da hatten wir drüber gesprochen. Ich hatte es nochmal per Mail geschickt. Und was ist das für ein Top? An welchem Tag? Das ist am Donnerstag Top 11 und Top 12, Zeile 399 und Zeile 409. Das eine ist Gesetz zur Änderung des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit. Das andere ist Gesetz zur Änderung der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen. GONW. Beides Gesetzeseinbringungen, keine. Ja, es sind beides Gesetzeseinbringungen. Ja, keine. Der Landesregierung. Ja. Genau, sind halt normale Gesetzeseinbringungen. Macht dann der Grumpy vielleicht. In der Hinsicht, ich hatte da meine Empfehlung auch schon weitergegeben. Offensichtlich scheint da jemand TM, ich tippe mal auf die Landesregierung, Redebedarf. Keine Ahnung. Ja, die dürfen ja eh reden, auch bei einer Einbringung. Nein, Das ist keine Einbringung, das ist ein Gesetzentwurf, der da eingebracht wird. Da wird halt immer geredet, standardmäßig. Aber meistens doch nur von der Landesregierung. Nein, das ist eine Einbringung. Genau, und das sind beides Einbringungen von Gesetzestexten. Nein, Einbringung ist was anderes als ein Gesetzentwurf, liebe Leute. Ein Gesetzentwurf ist ein Gesetzentwurf, wird immer gleich was eingebracht. Eingebracht werden Gesetzentwürfe. Genau, und dann ist genau. Und das ist ein ganz normales Gesetz. Dann wird überwiesen und debattiert wird es dann in der zweiten Lesung. Genau, und das sollte hier auch so passieren. Und in der Regel wird die Rede zu Protokoll gegeben, weil die 5 Minuten fallen dann auch weg. Ja, also vom sachlichen, fachlichen einfach nochmal vielleicht. Danke. Es macht an der Stelle wenig Sinn, jetzt hier darüber zu reden. Weil es doch sehr, sehr trockene Verwaltungsmaterie ist, da macht es erst Sinn, wenn man schon mal in der Anhörung was dazu quasi rausgearbeitet hat. Das, ich meine, mir macht das Spaß, darüber zu reden. Andere dürften darüber nicht so erfreut sein. Vorsichtig formuliert. Frank. Entschuldigung, weil ich war ja auch gerade woanders noch aktiv. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wird das Gesetz nur eingebracht, dann ist es ein Gesetz der Landesregierung, die sagt halt, was sie sich da vorstellt. Wir hören alle zu und kümmern uns dann im Ausschuss drum. Das ist die eine Möglichkeit. Das steht hier aber nicht, weil hier steht nicht Einbringung. Wenn hier Reden gewünscht sind, dann geht es wohl um die Position der einzelnen Fraktionen schon mal zu dem Gesetz, dass man das inhaltlich nachher noch mal auseinandernimmt oder mit Anhörung, keine Ahnung. Okay, aber hier sind wohl dann die grundlegenden Positionen dazu erstmal abgefragt. Ich weiß aber nicht, ist das so beschrieben, wie es jetzt in der Originaltagesordnung steht? Also ist es klar, dass da nicht einbringt?
Ich werde diesbezüglich noch einmal nachfragen in der Runde. Ja, dann, wenn es dazu keine Fragen oder Anmerkungen gibt, sind wir mit dem Tagespunkt, Ordnungspunkt fertig. Übernimmst du dann wieder? Ja, das kann ich gerne machen. Dann, Toso, wenn du noch fürs Plenum. Ja, ich habe gerade noch Signale bekommen, dass es zu unserem Top 4 am Donnerstag, der in Verbindung mit der Aktuellen Stunde am Donnerstag laufen soll, einen Entschließungsantrag von Rot-Grün geben soll. Man bittet uns darum, diesen Entschließungsantrag mitzutragen. Leider liegt mir der Entschließungsantrag noch nicht vor. Und ich vergebe so ungern blanke Unterschriften. Sobald das kommt, würde ich das hier direkt einbringen. Aber du kannst das entscheiden. Nee, das Platzet, dass ich das entscheiden kann, alleine will ich gar nicht. Ich weiß nicht, was drinsteht. Also null. Ich kenne noch nicht mal die Überschrift. Gut, kurz vor der Sommerpause sieht man also, dass es alles ein wenig wuschig ist. Halten wir uns sozusagen Top 5 im Hinterkopf? Gab es jetzt noch einen der Anträge, die, oder hat jetzt gerade noch jemand irgendeinen Änderungs-, Entschließungs-, irgendwas Antrag in der Hinsicht aus der Hintertasche, aus der Hinterhand? Im Augenblick nicht. Ich bin mir sicher, es kommt noch einiges heute in der Hinsicht. Top 6, kurz die Umlaufbeschlüsse. Ich würde ganz gerne an den Kreon kurz abgeben. Gut, den ersten habe ich falsch eingestellt, deshalb ist er geschlossen, aber nicht erfolgreich. Und der zweite war erfolgreich und insofern brauchen wir nicht nochmal abstimmen. Gut, Top 7, Nachbesetzung der Ausschüsse. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe in den Kalender geguckt aufgrund und auf die Uhr gerade eben mal wieder und aufgrund der Kürze der Zeit würde ich das dann ganz gerne auf nach die Sommerpause schieben. Gibt es hierzu Gesprächsbedarf? Ja, also nachdem letzte Woche, das ärgert mich dann einfach manchmal, die Dringlichkeit betont wurde und gesagt wurde, damit derjenige sich halt in der Sommerpause auf seine neue Aufgabe vorbereiten kann, da hätten wir uns die Dreiviertelstunde letzte Woche wirklich auch sparen können. Gebe ich dir insofern recht, wenn ich das nochmal ganz kurz erwidern darf. Das Problem, wir können es auch gerne noch weiterhin nach hinten stellen erstmal und nicht auf die nächste Sitzung schieben für heute. Das Problem, was ich sehe, ist, wir haben noch einigen Gesprächsbedarf im geschlossenen Teil. Und ich habe die große Sorge, dass dieser organisatorische Teil im geschlossenen Teil uns auf die Füße fällt. Von daher, wenn niemand was... Bitte? Wenn wir nicht jetzt drüber reden, genau. Und von daher würde ich ganz gerne eure Meinung haben in der Hinsicht. Also ich weiß, es ist sehr schwer. Ich würde selber halt auch die Leute einarbeiten. Sollen wir jetzt abstimmen? Ja, ich frage euch ganz einfach, sollen wir jetzt die Neubesetzung vornehmen, ja oder nein? Wer ist für eine Neubesetzung der wer ist für eine Abstimmung jetzt laut TO oder nicht? Nein, geht nicht, Nico? Also, Nico, bitte, entschuldige. Ich bin jetzt etwas verwundert, also mich betrifft die Angelegenheit auch, bin auch daran durchaus interessiert. Da du jetzt aber irgend noch eine Zusatzinformation ansprichst oder irgendwie einen Zusammenhang, ist natürlich jetzt schwierig, jetzt eine Entscheidung zu treffen, wenn man die andere Information noch nicht hat. Halte ich an der Stelle für schwierig. Frank? Ja, ich denke, zu so einem Punkt müssen die betroffenen Leute miteinander gesprochen haben und hier einen Vorschlag reinbringen, über den wir dann gemeinsam abstimmen. Anders kann ich mir das nicht vorstellen, hier mit sowas umzugehen. Das scheint ja nicht passiert zu sein bisher, das heißt also, das können wir dann einfach nicht behandeln. Das Problem in der Hinsicht, was ich auch habe, ist, dass zum Beispiel, also ich weiß, dass Simone gerne mitkandidieren wollte, jetzt ist Simone aber nicht da und ich habe jetzt sozusagen kein Votum von ihr, sie mit aufzustellen in der Hinsicht. Toso?
warum müssen hier Leute mit fertigen Vorschlägen reinkommen? Ich finde schon, dass wir das ganz offen diskutieren können. Und bitte auch öffentlich. Frank? Wir können auch immer wieder über andere diskutieren, Toso, das ist schon klar. Und jemanden hier irgendwo hinwählen, wo er nicht hin will, das können wir alles machen. Aber trotzdem, am Ansatz her sollten doch erstmal diejenigen, die sich interessieren, die jetzt beteiligt sind und so weiter, einfach miteinander reden. Na, und das wäre, finde ich, immer ganz sinnvoll. Okay, dann machen wir es doch mal umgekehrt. Denn Michel hat ja auch gerade noch die Zusatzinformation reingestellt, dass er gerne den HFA verlassen möchte, das heißt einen anderen Ausschuss bedienen möchte. Von daher frage ich doch mal, Michel, welchen könntest du dir denn vorstellen an der Stelle? Wir kommen an dem Punkt an der Stelle nämlich nicht weiter. Wer würde denn von den Anwesenden den Petitionsausschuss machen wollen, damit ich das einfach schon mal habe? Also wer würde sich bereit erklären, prinzipiell mit Michel den Petitionsausschuss zu rocken, der im Übrigen gestern einen ziemlich coolen Termin in der WZ hatte? Und wer von euch wäre prinzipiell bereit, den Nico in einem im Kernthema, im Kernausschuss, Entschuldigung, zu unterstützen, unsere europäischen Schnittstellen zu fördern? Gut, Joachim, okay. Dann das ist jetzt doof, wir hatten ziemlich viel Fu, ich würde vorher... Ich stehe auf jeden Fall zur Verfügung, aber ich möchte natürlich vorher mit Nico nochmal drüber reden. Ne? Und dann steht jetzt noch die Frage im Raum, wer von euch würde denn mit im HFA mitmischen wollen? Block 3 ist, wenn... Ja, lassen wir das. Okay, im Augenblick noch niemand, dann nehmen wir das auch so mit. Dann würde ich sagen, haben wir schon mal wieder ein paar Punkte mehr. Also das heißt, wir kommen heute nicht zu einem Abstimmungsergebnis in der Hinsicht. Und ich kann mich auf eine längere Einarbeitungszeit nach der Sommerpause für die Kandidaten, die wir dann hoffentlich gewählt haben, einstellen. Gibt es noch Anmerkungen zu diesem Punkt an der Stelle? Wir könnten das natürlich auch per Umlauf beschließen, das stimmt. Auch während der Sommerpause, bei Umlaufbeschluss, denke ich mal, sollten wir hinkriegen. Okay, das war Top 7. Top 8, die Klausurtagung Ende August. Haben wir das Problem, dass unsere Moderation leider etwas, ja, die Information nicht rechtzeitig über die Termine bekam und somit gab es für unseren Klausurtagungstermin Ende August eine Überschneidung mit einer bereits anderen Zusage bei einem anderen Kunden. Von daher würde ich an der Stelle vorschlagen, dass wir nach der Sommerpause uns Gedanken über die Zeitplanung machen für 2015 über unsere Klausurtagungstermine. Und jetzt stellte sich einfach noch die Frage, ja auch auf der Mailingliste, was machen wir jetzt an diesen zwei Tagen? 21. 22. August. Es gab mehrere Ideen, Ansätze. Es ist ja die Sommerpause, wo wir regulär keine beschließende Fraktionssitzung machen. Ich selber habe auch genug so zu tun. Und gibt es dazu Redebedarf? Oliver? Nur, dass
Wir haben ja ausgemacht, wir machen in den Ferien keine beschließende. Ich werde es auch dieses Jahr nicht versuchen, das mit der Probenlaufbeschluss was anderes zu erwirken. Diese Klausurtagung ist ja außerhalb der Ferien. Das ist nur noch, bevor dann es hier richtig losgeht. Die Klausurtagung, die zwei Tage waren außerhalb der Ferien angesetzt. Wir haben auf der Mailingliste ja schon den Vorschlag gehabt, diese zwei Tage zu nutzen, um Sonderfraktionssitzungen zu machen, also hier im Landtag, und die Zeit zu nutzen, um um praktisch nicht Klausurdinge nicht öffentlich zu machen, aber zu arbeiten, alle zusammen innerhalb von Fraktionssitzungen und dort Dinge zu tun, für die wir im Alltag nicht so viel Platz haben. Ich glaube, das widerspricht sich auch nicht, dass wir in der letzten Zeit Fraktionssitzungen hatten, die kürzer waren. Wir hatten dann diese Sachen von vornherein eigentlich auf der Tagesordnung. Joachim. Ich hätte eine Idee. Und ich denke, das kriegen wir ohne Moderation hin. Warum nutzen wir einfach nicht die beiden Tage, um mal so eine How-to- und What-Strategieentwicklung für die Fraktion zu machen? Politische Strategie. Andere haben wir genug. Wenn so viel wie möglich teilgehen, wäre mir das völlig Wumpe. Wir könnten das auch hier machen und irgendwo gemeinsam in Düsseldorf essen gehen. Also bitte, ist mir momentan egal. Moni. Ja, ich finde das gut. Ich fand es aber auch nicht schlecht, wegzufahren. Ich hatte gestern mit Dannebote überlegt und da den Vorschlag gemacht, vielleicht kann man das kombinieren. Vielleicht einen Tag einfach etwas gemeinsam zu tun. Gemeinsam wandern zu gehen, Kanu zu fahren, irgendetwas zu tun, was wir gemeinsam unternehmen können. Dass wir etwas, aber da, wandern gehen wäre ja zum Beispiel, ne, laufen gehen, wenn Moni, es Wege Moni, sind. Moni, mach keine Vorschläge, bitte. Okay. In der Hinsicht hatten wir ja sogar mal ganz zu Anfang vor den Klausurtagen uns darüber unterhalten und da kam lustigerweise ja auch Wandern und Geocaching nach dem Motto, das Technische mit dem Praktischen und der Natur zu verbinden. Vogelbestimmung kann man da bestimmt auch machen. Wie möchten wir an der Stelle weiter mit dem Thema rangehen? Wollen wir es schieben? Wollen wir es zerreden? Wollen wir es auf der Mailingliste weiter behandeln? Wir schieben es. Ist Wann haben genau. wir denn die nächste Phrase? Wann haben wir denn die nächste Phrase? Die nächste reguläre Fraktionssitzung wäre danach. Gibt ja Umlaufbeschlüsse. Frank. Der Termin ist ganz lange vorbereitet. Jeder hatte sich den freigehalten. Wir werden den, finde ich, wir sollen den Termin nutzen und zusammensetzen. Und wir werden schon einen Output haben, auf jeden Fall. Und es wäre klasse, wenn die Umgebung nicht der Landtag ist. Landesgartenschau. Whatever. Mögen sich Leute bedanken. Kriege ich von euch den Auftrag, mich um eine Location zu kümmern? Genau, zur Erinnerung, es war Kreis Steinfurt, was wir beim letzten Mal festgelegt hatten und von daher... Wir haben noch 30 Minuten. Ja, genau, uns rennt nämlich die Zeit davon. Also ich kümmere mich um einen Veranstaltungsortrahmen im Kreis Steinfurt für den 21. und 22. August. Das ist sehr kurzfristig. Ihr kriegt entsprechend Rückmeldung von mir. Top 9, geschlossener Teil. Zwei Punkte stehen auf der Tagesordnung für den geschlossenen Teil. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken, vor allen Dingen beim Stream, auch bei den Anwesenden, beim Protokoll, beim Filmteam, bei dem PR-Team. Im Ansatz, die bleiben gleich noch ein bisschen da.
Und es gibt noch einen Einwand von Daniel. Ja, vielleicht könnten wir noch kurz über den Änderungsantrag sprechen, der da jetzt vorliegt von SPD und Grünen. Auf Hinweis von Frank habe ich versuche ich noch da eine Formulierung drin zu verändern. Ich brauche trotzdem irgendwie von euch ein Votum, wie und ob ich damit jetzt weiterverfahren darf. Vorschlag wäre, dass ihr das quasi mir überlasst, ob wir dem beitreten oder nicht. Ich versuche auf jeden Fall die Formulierung, so wie sie jetzt ist, noch in unseren Sinne zu verbessern, indem wir, also da ist ein Link auf eine Vorlage drin, wies mich Frank darauf hin, die also 20 Seiten Blabla ist, was wir nicht unbedingt da drin haben wollen. Das versuche ich dann noch rauszudiskutieren. Seid ihr damit einverstanden? Du bist da der Verhandlungsführer, sag ich mal. Nico? Ja, wenn du das auf deine Kappe nimmst, aber so, wie schon gesagt wurde, so blanko ist dann schwierig, über irgendwas zu entscheiden hier als Fraktion. Und ich deute nochmal auf die Uhr hin. Wir sind ein bisschen im Zeitverzug und wir haben ja noch um 14 Uhr einen Anschlusstermin hier, einige von uns. Deswegen würde ich das ein bisschen aufs Tempo drücken. Gibt es noch weiteren Redebedarf dazu? Das heißt also, Daniel geht noch weiter jetzt in die Verhandlungen, wie es sich halt gehört. Und ich werde dann in der Hinsicht euch dann gleich Bericht erstatten, wie es halt weitergeht. Und die entsprechenden Empfehlungen dann im Pad nachtragen, beziehungsweise, weil es muss ja auch alles noch aufgebaut werden in Redmine. Zweiter Versuch, Top 9, geschlossener Teil. Ich sag mal, winke, winke. Und wir sehen uns spätestens nach der Sommerpause zur nächsten regulären Fraktionssitzung. Und von daher, genau, ciao.